Abend zusammen. Mein Name ist Lena Luig. Ich arbeite hier in der Heinrich-Böll-Stiftung als Referentin für internationale Agrarpolitik. Und ich habe hier die Ehre, kurz begrüßen zu dürfen zu dieser spannenden Veranstaltung Tiere und die Transformation der Landwirtschaft. Heute soll nochmal vor einem größeren Publikum der quasi druckfrische, neue, kritische Agrarbericht des Agrarbündnisses vorgestellt werden. Das Thema Tierhaltung speziell hat die Heinrich-Böll-Stiftung ja seit dem ersten Fleischatlas 2013 sehr stark geprägt. Und ich freue mich daher sehr über diese Kooperation heute und bin auch sehr gespannt auf die verschiedenen Beiträge. Ich glaube, wir sind uns hier wahrscheinlich im Saal alle einig, der sozial-ökologische Umbau der Tierhaltung ist eine gesamtgesellschaftliche Mammutaufgabe. Und ich hoffe, dass wir hier heute ganz spannende Anregungen bekommen, wie diese Aufgabe gelingen kann. Ich darf jetzt als erstes noch übergeben an Sebastian König, der nochmal im Namen des Agrarbündnisses hier begrüßt. Ja, meine liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf Sie heute hier im Namen des Agrarbündnisses sehr herzlich begrüßen zur genannten Veranstaltung Tiere und die Transformation der Landwirtschaft. Heute Morgen wurde es in der Pressekonferenz schon vorgestellt, der neue kritische Agrarbericht. Ich habe Johannes Itten und seinen Farbkreis nicht mehr im Kopf. Ob das eine Komplementärfarbe ist, weiß ich nicht, aber es beißt sich ein bisschen mit der Einrichtung, gebe ich zu, aber er ist trotzdem extrem wichtig. Und von daher, wie gesagt, möchte ich Sie sehr herzlich hier begrüßen. Mein Name ist Sebastian König, ich vertrete im Agrarbündnisvorstand den Bund für Umwelt und Naturschutz. Und wie gesagt, heute Morgen hatten wir schon eine Pressekonferenz dazu, da wurden schon viele Sachen gesagt. Und umso schöner ist es, dass wir jetzt hier in den Hallen der Heinrich-Böll-Stiftung, danke nochmal Lena und an deine Kolleginnen und Kollegen, sein dürfen. Und besonders möchte ich auch hervorheben, dass jetzt nach 30 Jahren zum ersten Mal dieser kritische Agrarbericht eben auch neben einer Pressekonferenz von einer Podiums- und Diskussionsveranstaltung begleitet wird. Vor 30 Jahren, da war ich 3 Jahre alt, das heißt also, es gab scheinbar vor 30 Jahren schon Sachen, die man kritisch in der Landwirtschaft hinterfragen musste. Das war mir nicht ganz neu. Ich bin aus dem indigenen Bergvolk, aus dem Thüringer Wald. Da gab es auch mal ein paar mehr Tiere, aber auf andere Art und Weise. Von daher ist es spannend, dass wir diese Diskussion wirklich schon seit 30 Jahren führen und umso schöner, dass wir es heute auch mit solch einer Veranstaltung hier begleiten dürfen. Und ich glaube, es ist auch einmal mehr wichtig, dass man sieht an solchen Veranstaltungen, dass die Deutungshoheit eben nicht einem einzigen Verband überlassen wird, der meint, alle hinter sich zu vereinen, sondern dass man hier in solchen Bündnissen gerne auch kontrovers diskutieren darf, aber dass man solche Bündnisse schmiedet, um eben das Thema zu beackern. Denn wir wissen alle, in der Tierhaltung geht das Motto Wachsen oder Weichen wie in keinem anderen Sektor mit Umwelt- und Klimabelastung sowie Tierleid einher. Von daher freue ich mich sehr, Sie nochmal hier im Namen des Agrarbündnisses begrüßen zu dürfen. Es sind viele Kolleginnen und Kollegen des Vorstands auch hier. Und in diesem Sinne wünsche ich dieser Veranstaltung ein gutes Gelingen. Vielen Dank. Ich hab schon ein Mikro, genau. Aber ich nehme auch gerne ein zweites noch dazu. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Sebastian König und Lena Luig. Ich bin Tanja Busse, ich bin Journalistin, die seit gefühlt 30 Jahren oder so über den Umbau der Tierhaltung schreibt und hofft, dass sich viele Dinge ändern. Und ich freue mich sehr, dass ich heute moderieren darf, denn heute Mittag konnte ich nicht dabei sein, weil ich hier die wunderbar konstruktiv inspirierende Solawi-Jahrestagung moderiert habe. Und gestern war hier der Heckentag der ABL Mitteldeutschland, wo ganz viele Menschen waren, die positive Dinge tun wollten. Und ich würde gerne jetzt diesen ganzen positiven Esprit aus diesem Raum an Sie alle weiterleiten. Und ich frage mich, wie kriegen wir diese vielen, vielen guten Vorschläge an die verzweifelten, wütenden, zornigen Bäuerinnen und Bauern auf die Straße. Und ich glaube, das muss unser Auftrag sein, wenn wir heute gute Vorschläge mitnehmen, dass wir die nicht in unserer Bubble lassen, sondern damit rausgehen. Ich freue mich, dass auch der Staatssekretär des niedersächsischen Ministeriums, Herr Mararens, da ist, dem Tierverbesserungen für Tierwohl eine Herzenssache sind. Und wenn Sie Vorschläge für die Politik eines Landesministeriums haben, bitte gleich weiterreichen. Wir haben aber als Intro heute Morgen, als ein Plädoyer für eine gute Zukunft für eine Landwirtschaft mit
Tierhaltung vermutlich nicht mit der Zahl, die wir heute haben, haben wir ein Urgestein, ein Kenner nicht nur der landwirtschaftlichen Probleme und der ganzen Branche, sondern wir haben auch einen Kenner der Arbeit der Ministerien, dieser komplizierten politischen Wege untereinander, denn er ist nicht nur Agraringenieur und selber bewirtschaftet selber einen Hof, sondern er war sehr lange Amtschef im Ministerium für den ländlichen Raum in Baden-Württemberg und hat von dort, so höre ich immer, Kenner, Urgestein, Strippenzieher, weiß alles. Also da ist jemand, der uns vielleicht jetzt ein bisschen Hoffnung machen kann. Aktuell ist er pensioniert, nicht mehr im Ministerium, aber Vorsitzender der Agrarsozialen Gesellschaft, die ja auch für den Umbau der Tierhaltung eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Begrüßen Sie mit Applaus Wolfgang Reimer. Nimmt. Soll ich mit Mikrofon? Ja, ist einfacher. Okay. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitstreiterinnen, Mitstreiter aus früheren Zeiten, Umbau der Tierhaltung, Zukunftsfähigkeit der Tierhaltung. Ich habe immer wieder Berichte, Erzählungen gehört, dass auch in den Organisationen, die das Agrarbündnis tragen, doch sehr, sehr starke Diskussionen stattfinden, ob wir überhaupt eine landwirtschaftliche Tierhaltung brauchen. Und dieses möchte ich zum Anlass nehmen, den Einstieg in die Vorstellung des Agrarberichts 2024 zu nehmen. Das war auch das Thema meines kurzen Beitrags dazu. Ich glaube, dass dieses ganz wichtig ist, dass wir uns darüber verständigen. Natürlich hat die Tierhaltung ganz unterschiedliche Anforderungen zu leisten oder sich den Anforderungen zu stellen. Es geht einmal um die Welternährung, es geht ums Klima, es geht natürlich auch um Tierschutz, Tierwohl, darüber soll aber heute jetzt nicht der Schwerpunkt sein. Es geht um die Nährstoffkreisläufe und es geht auch nicht zuletzt um die Ernährung selber. Und natürlich, was immer wieder vergessen wird, Tierhaltung muss sich natürlich irgendwann auch rechnen, sonst hat sie auch keine Zukunft. Also die Ökonomie auch ganz kurz. Fangen wir mit der Welternährung an. Sie wissen, Sie kennen die Zahlen meistens, 2/3 unserer landwirtschaftlich nutzbaren Fläche weltweit sind Grünlandflächen in allen Variationen, von sehr guten Wirtschaftsgrünland bis hin zu Steppen, Pampa, Prärien, die werden ja auf jedem Kontinent anders bezeichnet. Aber sie machen insgesamt 2/3 der landwirtschaftlichen Nutzflächen aus, ungefähr 3,5 bis 3,8 Milliarden Hektar. Acker haben wir leider nur 1,4 oder 1,6 Milliarden Hektar. Je nachdem, wie man die Abgrenzung nimmt, Ackerfläche verlieren wir auch sehr viel. Die FAO geht davon aus, dass wir so im Jahre 2050 nur noch 30% der gesamten LF als Acker bewirtschaften werden können. Also das Ackerland ist knapp und deswegen ist das vielleicht eine erste Antwort. Wir können das Grünland nicht einfach beiseite liegen lassen. Wir brauchen das Grünland. Und da wir selber nichts mit dem Grünland anfangen können, brauchen wir zumindest die Wiederkäuer, die dieses Grünland zu wertvollen Lebensmitteln macht. Das Ackerland kann direkt für die Erzeugung menschlicher Lebensmittel genutzt werden. In unseren Breitengraden natürlich für Getreide, für Kartoffel, für Gemüse, alles Mögliche. Auf anderen Kontinenten und anderen Kulturen auch andere direkt für den Mensch verzehrbare Lebensmittel. Aber allein diese Aufteilung zeigt ein bisschen, dass zwei, sagen wir mal, sich extrem gegenüberstehende Ernährungsstile eigentlich nicht verallgemeinerbar sind und in die Zukunft führen. Das ist zum einen die industrielle Massentierhaltung, die wir ja ursprünglich in den Industrieländern entwickelt haben, Niederlande,
Nordwestdeutschland, USA natürlich und viele andere mehr. Heute hat uns China auch hier längst überholt. Die mehrgeschossigen Schweinemastfabriken sind ja für viele ein nettes Beispiel, wie in welchem Umfeld diese industrielle Massentierhaltung heute stattfindet. Diese ist nicht zukunftsfähig, weil es kann nicht sein, dass wir allein in Deutschland 60% des Getreides verfüttern und Soja importieren im Umfang von 2,6 Millionen Hektaren. Das hat sicherlich keine Zukunft. Und weltweit wird ungefähr ein Drittel der Getreideproduktion verfüttert und zwei Drittel des angebauten Sojas dient für die Futter, für die Tiermägen. Auf der anderen Seite ist aber sicherlich auch nicht verallgemeinerbar, globalisierbar, ein rein veganer Lebensstil, weil, wie gesagt, was machen wir mit den zwei Dritteln der landwirtschaftlichen Nutzflächen, die Grünland sind? Man kann natürlich, ich habe mit vielen Menschen, die sich vegan ernähren, auch darüber schon diskutiert, man kann natürlich in unseren Breitengraden relativ einfach vielleicht noch ein paar tausend Hektar umbrechen, wobei wir aus guten Gründen Umbruchverbote haben. Nämlich, es gibt, das können Sie beim Thünen-Institut nachlesen, es gibt nichts Schlimmeres unter Klimagesichtspunkten als Grünland umzubrechen. Deswegen war meine erste Amtshandlung, als ich Amtschef in Stuttgart geworden bin, 2011, dass ich innerhalb von 4 Wochen ein absolutes Grünland-Umbruchverbot erlassen habe. Und danach sind ja viele andere gefolgt. Wir haben heute in Deutschland und auch auf Europäischer Union große Hürden und Schranken für einen Umbruch des Grünlandes, weil es, und da gibt es wirklich Evidenz, weil es unter Klimagesichtspunkten natürlich nicht zu akzeptieren ist. Dann ist ebenfalls ein großes Problem der Verlust der Biodiversität. Wir haben allein, das ist kürzlich in einer Untersuchung dargestellt worden, auf den Grünlandflächen in Europa, in Osteuropa, eine Vielfalt an Pflanzenarten, wie wir sie von der Zahl her ansonsten nur in den Regenwäldern wiederfinden. Wir haben in sehr vielen großen, extensiven Grünland, ob Steppen, ob Prärien, ob Pampas und so weiter, haben wir sehr hohe Vorkommen an Biodiversität, sodass man auch nicht einfach sagen kann, okay, das nutzen wir nicht mehr, sondern das soll halt zuwachsen und dann wird vielleicht irgendein Gehölz oder dann Wald raus entstehen. Also aus Biodiversitätsgesichtspunkten sicher geht es auch nicht. Und wir können auch sicherlich nicht alles mähen, zerkleinern und dann auf die Ackerfläche bringen, weil ohne Tiere würde beispielsweise in Deutschland die Hälfte der Nährstoffe fehlen, die wir derzeit aus Gülle oder Festmist auf die Äcker ausbringen. Das heißt, wir müssten entweder mineralischen Stickstoff erhöhen und dadurch natürlich Energieeffizienz der Landwirtschaft weiter verringern, Lachgasemissionen produzieren und. Oder aber es würde eben keine sinnvolle Verwendung von dem Grünland geben. Also ich glaube, dass auch dieses genauso wenig auf Dauer möglich ist. Ich will jetzt nicht auf die Ernährungsfragen eingehen. Dazu reden wir heute nicht über Veganismus, sondern wir reden über die Tierhaltung. Aber es ist auch so, dass natürlich von, aber ich lasse es jetzt weg, ja. Also der erste Punkt, Welternährung. Der zweite Punkt ist Klima und da sehen wir auch schon, dass die Ansprüche, die an die Tierhaltung gestellt werden, sich durchaus widersprechen. Weil einerseits wissen wir alle, 60-70% unserer Emissionen aus der Landwirtschaft kommen aus der Tierhaltung, wobei man wird dieses im Laufe der nächsten Jahre noch ein bisschen präzisieren und korrigieren müssen, weil es so einfach nicht stimmt. Es hängt viel mit Haltungsform zusammen, es hängt viel mit Ausbringung der Gülle zusammen und man kann durch andere Haltungsformen und durch andere Ausbringung kann man auch sehr viele Klimagase verringern und vermeiden. Aber während wir unter Welternährungsgesichtspunkten viele Wiederkäuer brauchen, um das große
die großen Flächen vom Grünland zu verwerten, ist unter Klimagesichtspunkten das Schwein und das Geflügel eigentlich effizienter, weil sie natürlich weniger Methan produzieren, weil sie eine hohe Futtereffizienz haben und so weiter und so fort, aber für die Welternährung natürlich problematischer sind. Was sich jetzt in den letzten 2-3 Jahren allerdings gezeigt hat, ist, und das ist auch in den IPCC-Jahresberichten nachzulesen, man findet dort nämlich eine veränderte Einschätzung des Methanproblems der Rinderhaltung. Und zwar deswegen, weil Wissenschaftler sagen, wir haben gleichbleibende Methanquellen überschätzt. Und beispielsweise, wenn wir rechnen ja die Klimaentwicklung und die Klimagasentwicklung immer so von Beginn der Industrialisierung an. 1850 hatten wir deutlich mehr Rinder in Deutschland, als wir sie heute haben. Deutlich mehr. Und selbst wenn wir rechnen, dass heute die Rinder, weil sie mehr fressen, weil sie größer sind, intensiverer Stoffumsatz haben, höhere Methanproduktion pro Kopf haben, haben wir insgesamt deutlich weniger Methanausstoß als wir zuvor industriellen Zeiten aus der Rindviehhaltung. Und die Wissenschaftler vom IPCC-Bericht sagen, wenn eine Methanquelle gleichbleibend ist, sprich oder zurückgeht, sprich wenn die Rinder nicht zunehmen, die Bestände, und das ist ja in allen Industrieländern, nicht in allen Schwellenländern der Fall, aber weltweit zum großen Teil der Fall, Methan baut sich innerhalb von 12 Jahren ab, im Gegensatz zu CO2, was 1000 Jahre sozusagen persistent ist, ist diese Methanbelastung nicht so ernst zu nehmen, wie es bisher eingeschätzt wurde. Wenn die Bestände nicht größer werden und da sich das Methan sozusagen in einem Gleichgewichtsprozess in 12 Jahren abbaut. Das ist eine neue Erkenntnis, die inzwischen aber in den IPCC-Berichten da ist. Und ich glaube, das wird noch einiges an Änderung der Einschätzung bringen. So, jetzt komme ich zum nächsten Punkt, der dritte Punkt, Nährstoffkreisläufe. Wenn wir uns überlegen, wie wir die Herausforderungen der Landwirtschaft insgesamt meistern, dann müssen wir ja überlegen, runterkommen von dem hohen Pestizideinsatz und von dem hohen mineralischen Stickstoffeinsatz, kommen wir nur, wenn wir bestimmte Elemente der traditionellen Landwirtschaft oder des ökologischen Landbaus wieder in die moderne Landwirtschaft einführen. Nämlich Fruchtfolge, Fruchtfolge, Fruchtfolge. A und O, und man kann es nicht oft genug betonen. Wir werden es nie schaffen. Wir werden es nie schaffen, deutlich Pflanzenschutz runterzubringen, wenn wir nicht Fruchtfolgen einhalten. Es ist völlig unmöglich. Es ist praktisch nicht möglich. Und wir sehen ja auch, ich habe in den 80er Jahren gelernt, integrierter Pflanzenschutz, was macht man da alles für tolle Sachen? Ist aber nicht gelungen, den Pflanzenschutzeinsatz deutlich zu reduzieren, noch nicht mal schwach zu reduzieren. Er ist geblieben, wie er schon immer ist. Wir brauchen ungefähr 32.000 Tonnen, glaube ich, Pestizide im Jahr. Ähnlich ist es mit dem Stickstoff. Wenn es nicht gelingt, in die Fruchtfolge Kleegras, Körnerleguminosen und andere Leguminosen einzubauen, die den Stickstoff aus der Luft holen und konservieren, werden wir auch von diesen Stickstoffbilanzen nicht runterkommen, zumal wir ja den tierischen Stickstoff aus der Gülle oft nicht richtig anrechnen. Professor Taube spricht ja davon, dass wir pro Hektar einen Bilanzüberschuss beim Stickstoff von knapp 100 Kilogramm haben in Deutschland. Ist natürlich nicht überall so, aber es ist in den Intensivgebieten deutlich höher. Und als Schnitt einen Bilanzüberschuss von 100 Kilo zu haben, da muss dringend was passieren. Und auch dieses geht nur, wenn man sozusagen Kreislaufwirtschaft macht. Ich kann natürlich das Kleegras in die Biogasanlage schmeißen, klar. Aber ich verwerbe es natürlich besser, wenn ich das Kleegras über die Kühe zu Gülle mache und die Gülle in die Biogasanlage reinschmeiße. Das ist viel effizienter, nicht nur volkswirtschaftlich, sondern auch vom gesamten Nährstoffmanagement. Und jeder weiß, dass auch der Humusgehalt am besten in die Höhe zu bringen ist, wenn ich Kleegras
in die Fruchtfolge habe und wenn ich Mist und Gülle habe. Vor allem Festmist bringt natürlich sehr viel in dem Bereich. Aber das ist wieder eine andere Frage. Nur, man muss es zusammen denken. Tierhaltung darf man nicht isoliert betrachten. Man muss es zusammen denken mit einer vernünftigen Weiterentwicklung der Landwirtschaft insgesamt. So, dann komme ich zu dem nächsten Punkt, zum letzten. Ich glaube, meine Zeit geht zur Neige, das halte ich kürzer dann. Ernährungsstile. Ich habe schon am Anfang gesagt, dass zwei Extreme meiner Meinung nach nicht gehen. Jetzt gibt es ja schon seit einigen Jahren mit recht verdienstvoll von der Lancet-Kommission diesen Planetary Health Diet. Und die geht an sich schon in die richtige Richtung. Die halbiert den Fleischverbrauch, aber sie lässt Fleisch drin, bewusst, weil wir natürlich nicht nur von unserer Warte aus denken müssen. Nehmen Sie mal Namibia. Was wollen Sie aus diesem Steppengras, was wollen Sie da machen? Außer, dass Sie Rinder drin haben, Fettschwanz, Schafe, sonst was. Und das ist auf jedem Kontinent ein bisschen anders. Aber wir haben riesige Flächen, die können Sie nur über Tiere verwerten. Und von daher muss natürlich die Planetary Health Diet auch von Kontinent zu Kontinent angepasst werden. Und während man generell davon ausgeht, dass man den Fleischverbrauch halbiert, kann es sein, dass in einem bestimmten Kontinent, je nachdem wie die Voraussetzungen sind, dass man, weil Fleisch günstig zu erhalten ist, weil Nutztiere billig zu verhalten sind, dass man dort mehr Anteile hat und in anderen vielleicht weniger. Wir haben in Asien sowieso deutlich niedrigeren Fleischverbrauch, außer in China. Also in Indien und anderen asiatischen Staaten ist der ja deutlich niedriger. Und deswegen denke ich, dass man die Planetary Health Diet in eine Richtung weiterentwickeln muss. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat ja ein paar Punkte dran kritisiert, obwohl sie sich in ihren Ernährungsempfehlungen nicht so sehr unterscheiden. Auch die gehen davon aus, dass wir einen deutlich höheren pflanzlichen Anteil in der Ernährung brauchen. Das ist, glaube ich, heute unumstritten. Aber es muss nicht eine Halbierung sein. Sie sagen nämlich, es ist zum einen so, die Planet Health Diet ist eigentlich für stärker arbeitende Menschen angelegt. Die Deutschen würden zu fett werden. Der Kalorienzahl ist zu hoch, die da drin beschrieben wird. Das können Sie mal nachlesen. Also für die Deutschen ist das nichts. Das ist für Volkswirtschaften was, wo die Menschen noch stärker körperlich arbeiten. Die Deutschen würden zu dick werden. Der zweite Kritikpunkt, den Sie haben, die Kalziumversorgung bei Kindern und Jugendlichen ist eine Unterversorgung, weil die Milchprodukte zu stark reduziert worden sind oder andere Kalziumquellen zu stark reduziert worden sind. Dann werden soziale Fragen zu wenig behandelt, weil Sie wissen, die Supplementierung, beispielsweise B12, aber auch andere Nährstoffe oder Vitamine, die ins Ungleichgewicht kommen können, die ist relativ teuer. Das kann man sich in den reichen Industriestaaten leisten, aber nicht unbedingt in Dritte Weltländern. Und andere soziale Fragen, dass halt bestimmte Sachen einfach viel zu teuer sind noch und die Verfügbarkeit von bestimmten pflanzlichen Lebensmitteln auch nicht überall in der Weise garantiert ist. Also das ist die Kritik der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Damit will ich zum Schluss kommen. Wir müssen Tierhaltung betrachten unter den verschiedenen Aspekten, denen sie gerecht werden muss. Gleichzeitig arbeiten diese Aspekte manchmal gegeneinander, Klima und Welternährung, sodass man einen vernünftigen Kompromiss finden muss. Und wir müssen aber letztlich auch darüber nachdenken, dass mit der Tierhaltung auch noch Geld verdient wird. Und damit sind wir wieder beim aktuellen Thema. Ich bin mal gespannt, was auf der Grünen Woche sich noch tut in Richtung Tierhaltungsabgabe. Ob es da einen Durchbruch gibt, um die Dieselverluste zu kompensieren oder ob es da keinen Durchbruch gibt. Ich bin gespannt. Herzlichen Dank. Mhm.
Alles gut, nein, nein, 15 bis 20, das passt schon. Wenn Frieda Thomas 15 bis 20 sagt, dann waren wir alle in der Zeit. Ganz herzlichen Dank, Wolfgang Reimer. Ja, und ich bitte jetzt zur Diskussion auf einem tollen Panel, wie ich finde, mit ganz vielen AutorInnen des kritischen Agrarberichts, die sich Gedanken gemacht haben, wo könnte das denn hingehen? Und zunächst würde ich vorstellen, für die Arbeitsgemeinschaft Bäuerlich, bäuerliche Landwirtschaft, auch ein Pionier, ein Urgestein, den Gründer der Bauerngenossenschaft Biofleisch NRW, mein Bundesland vertreten, Gründer von Neuland, lange Geschäftsführer gewesen und dafür für diese Arbeit auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden und ein ganz, ganz kontinuierlicher Autor des kritischen Agrarberichts. Ich kannte den Namen schon viel länger als das Gesicht. Hugo Gadde. In Berlin setzt sich die freie Platzwahl. Wer wollte überziehen, der muss neben mir sitzen. Die anderen dürfen außen sitzen. Die Leiterin der Abteilung für Politik beim Deutschen Tierschutzbund ist hier, die sich von Berlin aus mit ganz viel Herzblut für eine, wenn gute Tierhaltung, vielleicht auch weniger Tierhaltung einsetzt. Jenny Schlosser, herzlich willkommen. Moritz Tapp ist dabei, er ist im Bundesvorstand der Bund Jugend und aber auch für die Jugend in der Vertretung vom Bundesvorstand des BUND insgesamt. Und ja, wir gucken mal, was er uns zur Tierhaltung mitbringt. Moritz Tapp. Eigentlich sollte der Leiter der Abteilung Markt und Konsum im Bereich Ernährung und Umwelt neben mir sitzen, weil er so lange Zettel mitgebracht hat. Für die Verbraucherzentrale NRW ist er dabei, Bernhard Burdig. Und einen Platz haben wir noch für jemanden, der sich ganz lange auch auf der Grünen Woche herum, Wir-haben-es-satt-Demo dafür eingesetzt hat, dass zur Grünen Woche klar wird, wie groß die entwicklungspolitischen Probleme unserer Landwirtschaft sind, weil er immer wieder weltweit eingeladen hat, ja Zeugen eigentlich der Ausbeutung, die wir auf diesem Kontinent verursachen. Der Referent für Landwirtschaft bei Brot für die Welt, Agrarwissenschaftler, auch gelernter Landwirt und ja, wie gesagt, mit dem globalen Blick heute dabei, Stig Tanzmann. Wir haben uns Folgendes überlegt, wir haben ja Zeit bis 9, also 1,5 Stunden. Wir wollen zunächst mal so eine Analyse, eine Einschätzung hören von der Vision, wo es hingehen könnte in einem gesellschaftlichen Frieden, die Wolfgang Reimer beschrieben hat, zu einer Situation, wie ist jetzt gerade die politische Konstellation und wo sollte es dann hingehen? Da wollen wir kurz sozusagen Ergänzungen von Ihnen allen hören, ob Sie das so teilen, ob Sie da noch was ergänzen wollen, aber noch nicht direkt in die Diskussion kommen. Und dann wollen wir auf dem Podium hören, was wären die politischen Schritte, um da hinzukommen? Was muss denn jetzt passieren? Und dann diskutieren wir alle zusammen und gehen hoffentlich mit einem guten Plan raus, wie wir weiterkommen. Genau, vielleicht so mit so einem Überblick erstmal Hugo Gadde als ein langjähriger Beobachter der Fleischmärkte, aber auch der Entwicklung. Wo stehen wir gerade politisch? Warum sind wir so weit vom sinnvollen Ziel entfernt? Und wo könnte es hingehen? Was wäre Ihre Vision? Das ist Mikro, dann hat, glaube ich, jeder... Passt, ja. Also von Visionen rede ich im Moment nicht so ganz gerne. Bin in den letzten Jahren zu sehr enttäuscht worden von möglichen Vorstellungen. Von daher ist es vielleicht etwas wichtig, erstmal überhaupt zu begreifen, was passiert da im Moment. Ich habe als 35 Jahre mache ich jetzt Neuland. Da habe ich sozusagen 35 Jahre ständig die ethischen Dinge nach vorne gestellt. Was wir alles machen müssen, wie wir die Tiere behandeln müssen, wie wir das Tierverhalten begreifen müssen und so weiter. Und lange Jahre hat das niemand interessiert. Wir waren wirklich ein Kleinstverein. Jetzt plötzlich, seit 2, 4, 5 Jahren, hatte man das Gefühl, jetzt sind wir dran. Jetzt wird die Diskussion plötzlich in eine Richtung gedrängt, die wir ja immer schon gesagt haben. Und die letzten 1, 2 Jahre sind dann eher gekennzeichnet von der Enttäuschung. Also es kommt ja doch nichts. Oder was kommt denn da eigentlich? Und dieses, was passiert da, dem versuche ich sozusagen ein bisschen nachzugehen. Und da muss man erstmal ein bisschen versuchen zu analysieren. Also erstmal 25 Jahre haben wir Neuland gemacht, ohne dass es irgendjemand interessiert hat.
Es gab keinen. Das ist ein bisschen untertrieben. Es gab, es wurde darüber geredet. Es war, wenn ein Skandal war, wurde es mal gesagt. Aber wir hatten einen Umsatz, den darf ich gar nicht laut sagen, der ist niedrigst gewesen. Wir haben natürlich Vorstellungen gehabt von wenigstens 1000 Bauern. Da sind wir immer noch weit von entfernt. Also von daher, wir haben in der Meinungsbildung sehr viel gemacht, in der Marktbeschickung ganz wenig. Und das ist letztlich entscheidend. Wenn ich an die Bauern ran will, kann ich nicht nur sagen, wir sind die Tollsten, sondern sagen, was bringst du? Also 25 Jahre im Grunde genommen waren wir am Katzentisch. Einen Durchbruch gab es mit dem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats, anschließend die Borchardt-Kommission und so weiter, wo also plötzlich die ganze Geschichte sich drehte, als ich den Wissenschaftlichen Beirat dieses Gutachten gelesen habe, gesagt, das hat er bei uns abgeschrieben. Da habe ich sie gefragt, habt ihr das abgeschrieben? Dann, so habe ich es nicht gefragt, aber nein, so denken wir schon die ganze Zeit. Ich sage, Wissenschaftlicher Beirat, ich kenne die ganzen Unterlagen, wie sie gemacht worden sind, die haben immer auf Wettbewerbsfähigkeit, immer auf Rationalisierung geachtet, noch nie auf Tierschutz, Ökologie und sonst was. Aber egal, man ist ja froh, wenn es mal weitergeht. Was mich überrascht hat, was ich eigentlich bis heute nie richtig verstanden habe, ist, warum der Tierschutz, wenn wir über Umbau sprechen, warum der Tierschutz das entscheidende Merkmal ist. Wir könnten ja auch über andere Dinge reden. Wenn wir über Transformation reden, das rede ich heute gar nicht von, weil da sind wir auch beim Umbau der Tierhaltung noch meilenweit von entfernt. Und wenn wir über den Umbau der Tierhaltung reden, reden wir im Grunde genommen nur ein bisschen über Schweinehaltung und ganz, ganz viel mehr ist es noch nicht. Aber immerhin. Und warum dann über Tierschutz? Wir könnten ja auch über viele andere Dinge reden. Wir könnten reden über Klimaschutz, über Tierreduktion, über Wettbewerbsfähigkeit. Wir könnten über Ökologie reden, Wolfgang hat ja schon angesprochen, über Versorgungssicherheit, Höfe sterben und so weiter. Es gibt viele Kriterien, an denen man einen Umbau einer Tierhaltung oder einer Entwicklung in der Tierhaltung was machen könnte. Es war aber der Tierschutz. Und das ist die Frage, warum das so ist. Und das ist meiner Meinung nach, liegt es daran, weil wir in einer wertebasierten Modernisierung sind. Das ist für mich der Casus Knaxus, was aber natürlich auch die alle Risiken beinhaltet. Also wir haben keinen Umbau aus ökonomischen Gründen, dann würden wir Vollspalten machen und sonst irgendwas. Wir machen es auch nicht aus Wettbewerbsgründen. Wenn wir exportieren müssten, müssten wir auch in ganz andere Richtung als gehen, als das, was wir jetzt diskutieren. Also Tierschutz. Warum Tierschutz? Meiner Meinung nach hängt das damit zusammen, dass wir eine Veränderung in den Wertegeschichten haben, die sich aber auch aus der Entwicklung unserer Industrie darstellt. Und diese Entwicklung der Werte, der spielt eine große Rolle inzwischen, selbst bis hin zum Konsum. Über den Konsum sage ich im zweiten Teil was. Hier kommen wir zunächst einmal nur zu der Frage, was ist denn passiert? Es ist, wenn man so will, politisch nichts passiert. Wir haben eine Kennzeichnung, die kommen soll. Die Kennzeichnung ist nur für Mastschweine. Ist nicht mal für das ganze Leben des Schweins. Wir haben keine Kuh, wir haben keinen Rind, wir haben kein Geflügel, gar nichts haben wir. Und wir sind noch nicht mal so weit, ob wir überhaupt irgendwas bezahlt kriegen. Also, wir haben hier mit einem gesellschaftlichen Prozess zu tun und das ist die Situation der Landwirte, die sagen, die Gesellschaft will das von uns, aber sie sagt nicht, wie wir das machen sollen. Und das ist ganz eindeutig sozusagen, abgesehen davon, dass in anderen europäischen Ländern ganz anders ist, in Osteuropa sowieso anders und so weiter. Die Bauern fragen, was will die Gesellschaft? Sagt uns, wir machen das, können uns das vorstellen. Aber es muss natürlich ein Vertrag sein, der auf Gegenseitigkeit da ist. Und wir haben eine besondere Situation, das ist dann der letzte Satz dazu. Die Bauernfrage bleibt so. Wenn wir jetzt umbauen sollen, was wir machen können, worüber wir reden können, dann ist es anders als der Umbau, den wir früher gemacht haben. Da haben wir neu gebaut und anschließend haben wir günstiger produziert. Damit kann man sozusagen auf dem Markt sich zurechtfinden. Dann habe ich Vorteil gegenüber meinen Nachbarn, gegenüber anderen und so weiter. Heute bauen wir um anschließend teurer zu produzieren. Und warum soll ich das tun? Ich kicke mich aus dem Wettbewerb, aus dem Markt raus, es sei denn, irgendjemand sagt, jawohl, wir wollen das und wir geben dann zumindest einen Ausgleich, wenn nicht sogar noch etwas mehr. Und dieses Versprechen,
diese Notwendigkeit, die ist nicht gegeben. Und das führt natürlich dazu, zumindest aus dem Tierbereich, dass die Leute auf die Straße gehen, weil auch bei mir, es kommen ständig Leute, die fragen, ja, wie soll ich denn machen? Sag ich, weiß ich nicht. Warte ab. Und das ist keine Lösung. Danke. Vielen, vielen Dank. Alle Fragen offen. Es war auch nochmal ergreifend zu hören, dass ein so tolles Projekt wie Neuland, was ja schon vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich glaube, ich war Volontärin beim WDR, als ich im ersten Neulandstall war, und dachte, ah, so wird das jetzt gemacht. Und dass diese Enttäuschung für die erste Generation des Umbaus der Tierhaltung, ja, das sollte uns jetzt anspornen werden, dass das jetzt anders wird. Jenny Schlosser, der Tierschutz ist angesprochen worden. Natürlich gibt es gute intrinsische Gründe aus Tierschutzgründen, die Landwirtschaft oder die Tierhaltung umzubauen. Es steht aber auch noch die Überarbeitung des Tierschutzgesetzes an. Was ist da jetzt noch drin? Wo sollte es hingehen? Und vielleicht so ein bisschen Einschätzung, wo sind wir da gerade auf dem Weg? Wir sind zum Beginn der Legislatur sehr optimistisch eingestiegen, weil wir ein sehr starkes Tierschutzkapitel haben im Koalitionsvertrag, also Stichwort artgerechter Umbau der Landwirtschaft, Schließung von tierartspezifischen Lücken in der Tierschutznutztierhaltungsverordnung, Beendigung der Anbindehaltung etc. etc. Und zudem gab es kurz davor die Veröffentlichung des Abschlussberichts der Zukunftskommission Landwirtschaft und wir hatten die Empfehlung der sogenannten Borchert-Kommission. Das heißt, die Bedingungen waren gut. Aus diversen Gründen sieht es 2 Jahre später anders aus. Also wir haben weder ein neues Tierschutzgesetz noch eine Überarbeitung der Tierschutznutztierhaltungsverordnung. Das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz wurde auch schon angesprochen. Das ist aus unserer Sicht sehr stark hinter den Erwartungen zurückgeblieben und ist aus unserer Sicht auch kein geeignetes Instrument, um die Lebensbedingungen der Tiere in der Landwirtschaft zu verbessern. Und die Borchert-Kommission hat die Arbeit auch niedergelegt. Also die Situation stellt sich sehr anders dar. Zudem ist es natürlich jetzt auch so, dass die ganze Debatte um die landwirtschaftliche Tierhaltung von den Ereignissen der letzten Wochen so ein bisschen überspült wurde, sage ich mal. Wir haben da auch Verständnis für. Also seit vielen, vielen Jahren ist das Agrarsystem fehlgeleitet, sodass diese Entscheidung, die Bundesregierung getroffen hat mit dem Agrardiesel, den ganzen Frust hochgespült hat und die Bauern jetzt protestieren. Nichtsdestotrotz ist es aus unserer Sicht aber wichtig, dass der Tierschutz bzw. die Vorhaben im Tierschutzkapitel des Koalitionsvertrags weiterhin gelten und auch weiterhin umgesetzt werden müssen, denn sie sind wichtig. Das wurde auch schon angesprochen, dass ca. 70% der Emissionen in der Landwirtschaft durch die Tierhaltung entsteht. Und für uns ist es halt einfach ein Grund, um jetzt wirklich weitreichende Änderungen in Angriff zu nehmen. Die Transformation brauchen wir. Wir müssen mit den Tierzahlen runter. Wir empfehlen auch eine stärkere Förderung der pflanzlichen Ernährung. Letzten Endes haben wir ja auch noch on top die Klimakrise und eine bessere Tierhaltung, höhere Tierschutzstandards kommen dem Klima zugute, der Biodiversität. Es ist gegen das Artensterben und kommt letzten Endes natürlich auch den Tieren zugute. Genau, das ist jetzt die Situation. Durch diese aktuelle Situation wird es aber natürlich nicht leichter, die Vorhaben umzusetzen. Das ist völlig klar. Die Landwirte brauchen Planungssicherheit und finanzielle Hilfen bei diesem ganzen Prozess. Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach auf die Regierung nochmal Druck machen, dass jetzt auch gemeinsam ein Konzept vorgelegt wird mit tragfähigen Lösungen. Mhm. Genau. Jetzt hatten wir ja einen Finanzminister auf der Demo, der gesagt hat, beim Agrardiesel kommen wir jetzt nicht mehr weiter entgegen, aber dafür machen wir diesen ganzen Quatsch mit den Auflagen weg. Frei übersetzt, etwas verkürzt, aber das war ja die Ansage. Ja, also
Das hat dem Ganzen natürlich auch nicht geholfen. Also ich hoffe dennoch, dass es irgendwelche Lösungen gibt. Die Ampelfraktionen haben ja jetzt einen Entschließungsantrag vorgelegt mit 7 Fragen. Zudem haben wir die Debatte um die Tierwohlabgabe. Also aus unserer Sicht ist es ein geeignetes Instrument, um Gelder zu generieren für den Umbau der Landwirtschaft. Wichtig ist uns allerdings, dass es keine Gelder sind, um die Löcher jetzt zu stopfen und den Haushalt zu konsolidieren, sondern dass es wirklich zweckgebundene Gelder sind, die für Investitionen in den Umbau tiergerechterer Ställe verwendet wird. Genau. Und wir hoffen einfach auf die, auch auf die FDP, dass da vielleicht doch noch ein wenig Spielraum ist. Ja. Ich nehme da mit, da ist eine große Kompromissbereitschaft, denn viele Mitglieder, Herr Ahrens und Herr König, hören Sie uns noch ein bisschen zu, dann reden Sie gleich weiter. Ich nehme damit, da ist eine große Kompromissbereitschaft, denn viele Unterstützer des Tierschutzbundes, die gehen ja gar nicht so weit zu sagen, Neuland ist unser Bild, sondern die gehen auch weiter und sagen eigentlich alle Tiere auf der Weide oder vielleicht ohne Schlachthöfe, wie auch immer. Und da würde ich auch gerne bei Moritz Tapp nachfragen, denn ich habe das Stichwort bekommen, die Kühe auf die Weide oder Sojaburger und Hafermilch. Wie ist denn die Vision der Bundjugend zur Zukunft, Umbau einer Tierhaltung oder geht auch eine Landwirtschaft mit? Viel weniger, ganz ohne geht nicht, weil wir das Grünland brauchen, aber da können ja auch extensive wilden Weiden Tiere als Landschaftsgestalter und Klimaschützer agieren, die dann vielleicht ganz geringer Zahl geschlachtet werden, wie auch immer. Wie ist die Vision des, von Moritz Tapp und den anderen Jugendlichen beim BUND? Ich glaube, grundsätzlich ist es auch unsere Aufgabe als kommende Generationen in Anbetracht von massiven, multiplen Krisen, die wir jetzt ja auch zu spüren bekommen. Also wir bekommen gerade sowohl soziale Verteilungskämpfe in einem massiven Ausmaß zu spüren. Es wäre schön, wenn Christian Lindner nur diesen Abbau von allen Regulatorien auf dieser Bühne gesagt hat. Aber er hat seine Zeit da ja auch genutzt, um die menschenfeindlichste Rede zu halten, die ich, oder eine der menschenfeindlichsten Reden, die ich bisher von der FDP so gehört habe. Das heißt, wir merken, da ist ein massiver Verteilungskampf. Und wir als junge Generation leiden natürlich unter diesen Verteilungskämpfen ganz besonders, gerade weil wir uns auch fragen müssen, wie geht es denn in Zukunft voran? Jetzt muss ich eins vorwegstellen. Wir sind als Bundjugend ein Verband von über 80.000 jungen Menschen und da finden sich natürlich dann auch gewissermaßen 80.000 verschiedene Meinungen wieder. Was ich aber grundsätzlich gut finde, ist, dass wir diese Grundsatzfragen stellen, weil die Grundsatzfrage zu stellen, brauchen wir Tiere in der Landwirtschaft? Ich glaube, das ist erstmal produktiv. Ich glaube, das führt erstmal zu einer Diskussion, die wir ganz offensichtlich brauchen, denn wir sind uns ja alle einig, das System der industriellen Massentierhaltung, das wir gerade fahren, das fährt massiv gegen die Wand. Und ich finde das wichtig, auch aus einer mehrdimensionalen Perspektive zu betrachten und da nicht nur in Deutschland zu bleiben mit unserer Betrachtung. Denn gerade auf internationaler Ebene, ohne die jetzt zu viel wegzunehmen, finde ich es massiv, welche Menschenrechtsverletzungen, wenn wir jetzt beispielsweise reinschauen, Pestizidexporte und die Anwendung von Pestiziden, gerade in Südamerika, welche massiven gesundheitlichen Folgen das für die Bevölkerung vor Ort hat. Wir sprechen über indigene Landrechte. Wir sprechen darüber, welche, und dann kommen wir wieder zurück nach Deutschland, welche Arbeitsbedingungen auch die ArbeiterInnen in den Schlachthöfen ertragen müssen. Das heißt, das ist ein Rattenschwanz, ein unfassbarer Rattenschwanz an Menschenrechtsverletzungen, die gerade an unserem industrialisierten Massentierhaltungssystem hängt. Wir müssen das am Grunde angehen. Und deswegen finde ich sehr, sehr wichtig, auch nochmal klarzustellen, wir dürfen an dieser Stelle auch nicht den Rechten auf den Leim gehen und so einen Kulturkampf herbeibeschwören, der an jeder Stelle aktuell vom Zaun gebrochen wird. An jeder Stelle gibt es den Kulturkampf. Wir haben jetzt Genderverbote überall, aber ich habe noch nirgends eine Genderverpflichtung gesehen. Wir haben ständig, immer wenn es darum geht, dass wir mal eine progressive Forderung stellen, dann heißt es, wir wären die Linksextremisten, die sich irgendwo festkleben. Und das ist einfach, einfach nur Schwachsinn. Und wir dürfen auch an dieser Stelle mit dem Veganismus nicht den Rechten auf den Leim gehen und den Anschein erwecken, dass es hier einen Kulturkampf gibt zwischen Jung und Alt oder zwischen Links und zwischen Links-Grün und den Konservativen, sondern es geht letztendlich einfach darum, dass wir auch anerkennen, dass jede einzelne Person, die sich vegan ernährt, den Fleischüberkonsum von irgendwem anders sozusagen wieder wettmacht. Das heißt nicht, dass ich es als vegetarisch lebender oder vegan lebender Mensch
am Tisch jetzt unfassbar gut finde, dass mein Onkel 3 Kilo Schweinefleisch beim Raclette in sich reinschaufelt. Das kann ich immer noch ekelhaft finden, auch aus gesundheitlicher Perspektive. Aber es bedeutet zumindest nicht, dass ich ihn grundlegend dafür verurteile. Und genauso möchte ich nicht persönlich dafür verurteilt werden, dass ich kein Fleisch esse. Und da kommen wir zum letzten Punkt, den ich vielleicht hier noch gerne anbringen würde. Fleisch essen ist eine unfassbar männliche Angelegenheit. Und es ist so eine unfassbar toxisch-männliche Angelegenheit. Ganz ehrlich, wenn Männer daran am seidenen Faden ihre Männlichkeit aufhängen, dass sie in einen Discounter laufen können, sich 3 Kilo Industriefleisch abgepackt kaufen können und dann auf ihrem 2.000 Euro Weber-Gasgrill zubereiten können, wenn sie sich nur dann männlich fühlen, dann haben wir wirklich ein größeres Problem als den Fleischkonsum. Und das ist aktuell der Zustand. Auch wenn man sich die Studienlage anschaut, dann fällt es Männern unfassbar schwer, auf ihren Fleischkonsum zu verzichten, weil sie sich in ihrer männlichen Würde angegriffen fühlen. Das heißt, Männer sind so verletzlich, so fragil. Und wir sehen, wohin uns diese fragile Männlichkeit auch an dieser Stelle bringt. Es ist vollkommen okay, wenn du ein bisschen weniger Fleisch isst. Ich möchte dir dein Fleisch nicht wegnehmen, bitte fühl dich nicht angegriffen. Auch wir als linksgrüne Ökobewegung möchten dir dein Fleisch nicht wegnehmen. Aber wir sollten vielleicht mal gemeinsam über kritische Männlichkeit sprechen, denn ich glaube, auch das würde tatsächlich den Fleischkonsum in Deutschland doch mal in seine Schranken weisen. Und naja, wir reden gleich weiter. Ich habe noch ganz viele weitere Punkte. Ich merke das. Vielen, vielen Dank. Wir sind mit Ökosystem gestartet, waren dann bei Klima, einem Budget, was wir für die Fleischhaltung haben, sind jetzt aber bei psychologischen Fragen, die wir ja dann auch für die, jetzt ganz ernsthaft, jenseits aller Freude, für die Politikgestaltung benutzen müssen. Denn irgendwie müssen wir ja genau daran appellieren und da rangehen und das mitbedenken. Und da weiß jetzt nicht, wer weiß gleich, wie man das machen könnte. Wir reden ja gleich noch über Lösungen. Bevor wir gleich nochmal Stick alles sozusagen in die globale Sicht packen werden, würde ich gerne nochmal die Verbraucherzentrale, die sich ja auch mit der Psychologie der VerbraucherInnen auseinandersetzt oder Verbraucher, fleischessenden Verbraucher in diesem Fall, fragen Bernhard Burdig. Sie verfolgen diese Debatte lange mit der Perspektive, die Konsumenten dürfen nicht zu viel zahlen müssen, wenn sie immer wieder zu viel Geld kriegen, aber auch dürfen die Landwirte nicht dafür bluten müssen, dass sie nicht finanziert werden. In dieser ganzen schwierigen, alten, gelenkten Gemengelage, was schlägt die Verbraucherzentrale vor? Ja, vielen Dank, Frau Busse. Vielen Dank für die Einladung. Um die knappe Redezeit nicht zu reißen, halte ich mich an meinen Spickzettel, auch wenn es unhöflich ist. Entschuldigung. Verbrauchererwartungen. Also da gibt es aus dem BML-Ernährungsreport gerade ein paar spannende Zahlen. 91% der Verbraucher denken, dass Politik mehr für artgerechte Tierhaltung sich einsetzen sollte. 77% für den Klimaschutz. 93% befürworten eine Förderung der tier- und umweltgerechten Stallbauten. 86% befürworten eine verpflichtende staatliche Kennzeichnung der Tierhaltung bei allen Fleisch- und Milchprodukten in Handel und Gastronomie. So viel zu den Verbrauchererwartungen. Mögliches Indiz, wie sich diese Verbrauchererwartungen vielleicht auch im Verhalten widerspiegeln. Rückgang des Fleischkonsums von 18 bis 22, also 2018 auf 2022, von 61,2 Kilo auf 52 Kilo. Täglicher Konsum von Fleisch- und Wurstwaren waren 2015 noch bei einem Drittel der Bevölkerung. 2022 war es ein Fünftel der Bevölkerung, täglicher Konsum von Fleisch- und Wurstwaren. Konsum von Milchprodukten ist von 2018 von 48 Liter pro Kopf auf 43 Liter pro Kopf gesunken. Der Konsum von Käse ist in etwa gleich geblieben. Auch in den Ernährungsweisen spiegelt sich das wieder. Knapp die Hälfte, 46%, sagen, dass sie bewusst auf Fleisch häufig verzichten. Flexitarier nennen sie sich. 8% vegetarisch, tendenziell wachsen, 2% vegan. Also da ist ein Trend erkennbar, was die Triebkräfte sind. Es sind unterschiedliche: Gesundheit, Tierwohl, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und so weiter. Aber klar ist, dass dieser Trend dazu beiträgt, dass der Konsum tierischer Lebensmittel sich verringert und damit eine Entlastung bei Umwelt, Klimaschutz und so weiter entsteht. Zunahme von Ersatzprodukten, das ist ja vor allem das Thema, für das ich dann auch heute angefragt war, hat deutlich zugenommen, wenn auch in einer Nische. 2020
waren etwa 5%, haben etwa 5% vegane Alternativen bei tierischen Produkten. 2023 waren es schon 10%, also der Anteil von Ersatzprodukten bei Fleisch- und Wurstwaren. Ersatzprodukte haben unbestritten einen Vorteil für das Klima, aber es gibt eine ganze Reihe anderer Aspekte. Wir haben da auch in verschiedenen Marktchecks ziemlich differenziert drauf geschaut. Ob sie denn noch nachhaltiger sind, hängt sicherlich davon ab, aus welchem Rohstoff die Ersatzprodukte hergestellt werden, wie weit die transportiert wurden, wo sie angebaut wurden. Man denke an den Wasserrucksack der Mandeln aus Kalifornien zum Beispiel. Da gibt es also ganz klar auch Nachteile. Viele sind hochverarbeitet, haben viele Zusatzstoffe, zum Teil viel Fett, Salz, Zucker und Ähnliches. Und vor allem sind sie auch überteuert, sodass viele Menschen, gerade die mit kleinem Budget, sie sich gar nicht leisten können. Das war ja eine gute Gewinnmarge oder gute Strategie für Hersteller und Handel, die Ersatzprodukte. Da sind es noch, aber die Preise fallen für Ersatzprodukte. Ersatzprodukte haben sicher ihre Berechtigung, vielleicht als Übergangstechnologie oder für manche auch als Einstiegsdroge, mal auf Fleisch zu verzichten. Wenn sie denn aus heimischen Zutaten und vor allem auch wenig verarbeitet sind. Es bleibt aber abzuwarten, wie hoch der Marktanteil wird, aber ich glaube, dass er insgesamt stabiler oder höher wird als zum Beispiel für die anderen Alternativen, man denke an Laborfleisch oder Insekten, das wird ja auch immer wieder mal diskutiert. Ich glaube, die Dinge haben vorläufig wenig Aussicht. Ja, klar ist, der Konsum tierischer Lebensmittel muss eingeschränkt werden, das haben auch, glaube ich, alle Vorredner mehr oder weniger gesagt. Klar ist aber, dass die Tierhaltung in die Landwirtschaft gehört und bleiben muss. Ganz, ganz herzlichen Dank. Würde dieses ganze Bündel, was ja immerhin ein bisschen Weg zur Hoffnung gibt, also es gibt eine gesellschaftliche Mehrheit für den Umbau, wie es auch eine ökologische Mehrheit gibt, es gibt Lebensstile, die sich lange verändern, es gibt immer mehr Stimmen, die dieses männliche Beef-Essen in Frage stellen und es gibt einen großen Konsens, auch von Tierschutzverbänden, sich auf einen guten Kompromiss einzulassen, der aus der Landwirtschaft in der Form lange, lange vorbereitet wurde. Das ganze Paket würde ich jetzt nochmal übergeben an Stig Tanzmann, der das Ganze, glaube ich, nochmal ganz gut global einordnen kann vor dem Druck, was wir auch an Schaden anrichten in anderen Ländern durch unsere Importe und Exporte von Pflanzenschutzmitteln und. Was ist die Position von Brot für die Welt? Danke. Ja, ich werde mich an dem globalen Rahmen versuchen, in der Kürze bin ich gut zu verstehen. Danke. Ich frage einfach nach, weil meine Stimme nicht so gut ist gerade. Ja, als Brot für die Welt stehen wir für das Recht auf Nahrung, das Recht auf angemessene Nahrung. Das ist für uns der Schlüssel zur Überwindung des Hungers, aber auch der Schlüssel zur Transformation der Ernährungssysteme. Auf dieser Basis muss für uns die Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme geschehen. Dafür gibt es internationale Rahmenabkommen, internationale Verhandlungen, zum Beispiel im Komitee für Welternährung. Das ist etwas, da gibt es sehr viele Beschlüsse, sehr viele Ansätze der Transformation. Und wir erwarten, dass die Bundesregierung, aber auch die Europäische Union sich zunehmend dieser Rahmenwerke annimmt. Also das CFS ist 2008 und 2009 nach der letzten Welternährungskrise verändert worden, dass es Beschlüsse und Politikempfehlungen entwickeln kann. Diese Politikempfehlungen sind aber in Deutschland überhaupt nicht bekannt, fließen überhaupt gar nicht in die Debatte, die politische Debatte hier ein. Man sagt immer, Recht auf Verwirklichung des Rechts auf angemessene Nahrung, das ist was für die Länder des globalen Südens, wo Hunger herrscht. Nein, es ist auch etwas für uns. Es ist ganz zentral für uns, weil wir haben ein massives Problem mit dem Recht auf Nahrung. Wenn man sich das Schulessen anguckt, wie es zusammengesetzt ist, das ist meiner Meinung nach nicht Recht auf Nahrungskonform, weil es da nur im Sinne von Herrn Lindner darum geht irgendwie, wie kommt es möglichst billig auf den Tisch? Nicht, aber wie erfüllt es sozusagen die Voraussetzungen für eine angemessene Ernährung? Wie kann es einfach zu einer vernünftigen Ernährungsgewohnheit beitragen? Und das Gleiche gilt für die ganzen Menschen, die von Ernährungsarmut betroffen sind. Auch die haben massive Probleme angesichts der zu niedrigen Regelsätze in diesem Bereich. Das ist ja auch etwas, auf das wir aufmerksam gemacht haben letztes Jahr bei der Wir haben es satt Demonstration mit dem sozialpolitischen Sechs-Punkte-Plan angesichts der Inflationskrise. Und für uns
ist die Verwirklichung des Rechts auf Nahrung ganz eng mit einer agrarökologischen Transformation verknüpft. Es gibt im CFS auch einen Bericht zu Agrarökologie, der dazu geführt hat, dass die FAO 10 Elemente und das CFS 13 Prinzipien formuliert hat. Das sind die Wege, wie es vorwärts gehen kann und vorwärts gehen muss. Und mit sowas muss sich auch mal die GAP beschäftigen, weil wenn wir nicht mehr das Ziel hätten, Kostensenkung, niedrige Preise, sondern Verwirklichung des Rechts auf angemessene Ernährung, dann würden wir ganz anders diskutieren, dann hätten wir einen ganz anderen Rahmen. Dann würden Tiere auch eine große Rolle spielen, aber dann würde es vor allem um die Menschen gehen, dann würde es um die Produzentin gehen und um die Verbraucher, dann würden wir es daher denken. Und es gibt Beispiele, wie man das national sehr stark umsetzen kann. Das ist aus unserer Sicht sehr, 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 sehr spannend. Gleichzeitig muss ich sagen, auch gestern Abend haben wir hier auch über Agrarökologie diskutiert in der Bild-Stiftung. Wir haben ein Positionspapier wieder vorgestellt. Das ist nochmal stärker entwicklungspolitisch geprägt, aber das ist auch sehr wichtig. Wir haben mit dem brasilianischen Ernährungsrat ein Beispiel, wie wirklich bottom-up die Betroffenen Politikempfehlungen an alle brasilianischen Ministerien entwickeln auf Basis des Rechts auf Nahrung, alle verschiedenen Gesetzespunkte durchgehen. Was brauchen wir? Und das sind die betroffenen Gruppen, das sind die Landlosen, das sind die städtischen Wohnungslosen dabei, das sind queere Menschen dabei, das sind vor allem Frauen dabei. Und das sind Sachen, wo man sich jetzt mit dem Bürgerrat Ernährung ganz, ganz langsam auf den Weg gemacht hat, aber wo man, ja, das ist eine andere Dimension, das müssen Sie sich vorstellen, war letztes Jahr wieder da, der konnte wieder eingesetzt werden nach dem Ende der rechtsextremen Regierung Bolsonaro, da sind 2450 Menschen für 4 Tage zusammengekommen und haben Ernährungspolitik auf allen Ebenen untereinander diskutiert. Es gab 7 pro Bundesstaat eine Vorkonferenz, also 27 Vorkonferenzen mit 500 bis 800 Teilnehmerinnen. Dieser Ernährungsrat ist natürlich zu Teilen finanziert, staatlich finanziert, aber er ist selbst organisiert von der Zivilgesellschaft. Und das sind andere Ansätze, wie man dann auch vorankommen kann. Und da werden dann auch Punkte, wie kann man sich besser pflanzlich ernähren, diskutiert. Aber da geht es darum, ja, wo ist der Markt? Das ist auch etwas, was mir fehlt, gerade auch bei der Verbesserung der pflanzlichen Ernährung, was jetzt auch teilweise aus dem Ministerium kommt. Ja, dann sollen Bäuerinnen auf einmal Tofu produzieren, ja, aber wohin sollen sie ihn verkaufen? Die Industrie macht das doch schon viel besser. Dann brauchen sie einen Absatzmarkt. Das könnte die Schule nebenan sein. Weil es dann, in Brasilien ist es verpflichtend, das Schulessen ist kostenlos, Schulessen muss aber zumindest 30% lokal beschafft werden. Und das sind die Möglichkeiten, neuer und verlässliche Märkte, die langfristig gesichert sind, für Produzentinnen zu sichern und einen Einklang zwischen Konsumenten und Produzenten zu haben. Weil die Menschen direkt wissen, was sie essen, wo es produziert wird. Und das gilt nicht nur für nicht nur in Zwischenzeit für Schulen, sondern auch für andere öffentliche Märkte. Das bedeutet, dass eher rechtsextreme Militär in Brasilien muss Kaffee der MST-Landlosenbewegung trinken, die jetzt eher wirklich auf einem ganz anderen Spektrum der Gesellschaft unterwegs sind. Ja, das ist dann Transformation und das ist etwas, was ausgehandelt wird. Und Brasilien ist nun wirklich kein friedliches Land, wie wir alle wissen. Da gibt es sehr, sehr große Konflikte, aber da gibt es auch sehr, sehr spannende Ansätze, von denen man einiges lernen könnte. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für den Einblick in ein Land, wo man wirklich mutig sein muss, sich dafür einzusetzen. Und wir haben es da jetzt noch leichter, das zu tun. Wir haben ja auch viele, viele Beispiele im Land. Überall machen sich Landwirtinnen auf, Zivilgesellschaft. Wir haben Wasserverbände. Der OOWV stellt Wertschöpfungskettenentwicklerinnen ein, damit die Landwirte umstellen, weil sie wissen, da ist ein Markt geschaffen worden. Die Stadtland-Biostädte sind dabei. Die öffentliche Beschaffung könnte ein riesiger Hebel sein. So Möglichkeiten haben wir genug. Und wir würden jetzt die Wege dahin diskutieren, aber vielleicht noch mal diese Vision ergänzen, denn wir sind tendenziell, sind wir uns, glaube ich, einig, Tierzahlen müssen runter, wie vegan, vegetarisch, wie gut kombiniert dann der Fleischesser mit den Veganern wird, das, da die Details würde ich gerne nochmal Sie alle fragen. Jetzt nur nochmal so eine Idee, was wäre Ihre Vision für einen guten Umbau der Tierhaltung und dann diskutieren wir, wie wir da möglichst schnell hinkommen. Anita Edel hat eine Vorstellung, ich glaube, Robert hat das Mikro und wir sammeln so 4, 5 kurze Stimmen ein, keine Co-Referate, obwohl die Autorin des Buches, die Kuh ist kein Klimakiller, alles ungefähr weiß. Okay, ich bin ja auch Tierärztin und wir haben ja schon vor 40 Jahren gesagt, wir werden ausgebildet zum verlängerten Arm der Fleischindustrie. Und das sind wir ja auch und den Job haben wir auch leider gemacht. Und jetzt habe ich mich aber deshalb gemeldet, weil für mich ein Punkt hier ganz zentral fehlt. Alles hängt mit allem zusammen und worüber wir bisher überhaupt nicht gesprochen haben, das ist das, was wir tun, damit sich dann die Verfütterung von Lebensmitteln an Tieren lohnt.
Dafür müssen wir sie nämlich erstmal durch die Decke gezüchtet haben. Und dieser Punkt, der ja dann auch zentral zur Tiergesundheit gehört, ne, der ist bisher nicht erwähnt worden. Und das ist ganz wichtig. Besonders deutlich wird es uns natürlich bei der Kuh, da ist es so schön sichtbar. Wir haben ja mal von Grünland geredet. Ne? Also was wäre die Vision? Das war die Frage. Ja, gerade bei den Rindern natürlich Verhältnisse, wo von einem guten Grünland, das ist mehr als Kleegras, ja, also wo tatsächlich von einer guten, vielfältigen Weide die Tiere weitgehend satt werden können. Davon sind wir natürlich völlig entfernt. Und das ist auch der Unterschied zu von vor 40 Jahren. Die Züchtung ist halt, ob Huhn, ob Rind, ob Schwein, immer weiter durch die Decke gegangen. Ne? Da hängt natürlich dann auch die ganzen Medikamente dran und. Also das, was wir mit Pestiziden jetzt im Pflanzenbereich erwähnt haben, gehört ja mit Antibiotika, Antiparasitika und so weiter, ne? Eben genauso dann auch in die Debatte. Das heißt, auch da würden viele Menschen weniger verdienen, wenn wir die Tiere wieder gesünder züchten würden. Robert hält das Mikro für die nächsten Visionen. Bitte. Also ich habe ein paar Sachen, Ulrich Simon ist mein Name, ich engagiere mich ehrenamtlich bei Profi, die sich für artgerechte Nutztierhaltung einsetzen und außerdem bin ich auch Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft Tierschutzpolitik hier in Berlin. Und zum einen wollte ich was sagen, weil ich gerade eine Veranstaltung plane zum Thema queere Tiere, wo es einen wunderschönen Sammelband gibt, wo es auch sehr viel um die Diskriminierungserfahrungen geht, einerseits von queeren Menschen, aber auf der anderen Seite auch von Veganern. Wollte ich hier überhaupt mal anbringen. Zum anderen, was ich spannend fand in dem Vortrag von Herrn Reimer, ich habe mich gefragt, also man hat diese Grünlandumbrechen verboten, aber ist es denn erlaubt, das Grünland zu Wald zu machen? Oder, also weil das wär ja eigentlich super für CO2 senken und so Sachen. Ich würde sagen, da müsste sagen. Einmal hinterher mit Anita Edel über den großen Zusammenhang und den riesigen CO2-Speicher im Grünland, aber das gibt einen kleinen Vortrag von Anita Edel hinterher. Und hier machen wir weiter mit Tierumbau, mit Umbau der Tierhaltung. Gibt es noch Visionen oder stimmen eigentlich so im Raum mit der Richtung, die wir hier präsentiert haben, mit dem kritischen Agrarbericht überein? Gut, dann suchen wir Lösungen, oder? Aber unbedingt hier, da die Frau, die eben gesprochen hat, Sie müssen sich, alles klar, also dringend unterhalten, Buch lesen. Florian Schwinn hat auch noch über die Kuh, die Rolle der Kuh gesprochen und das Grünland hängt dran. Genau, okay, gut, aber dann suchen wir Lösungen. Gut, also die Vision, die Richtung ist klar, in den Details gibt es noch zu diskutieren und dann würde ich Sie jetzt gerne alle fragen. Ich sehe, dass hier so viele vorbereitete Vorträge sehen. Ich würde gerne in eine Diskussion kommen, was sind jetzt in der aktuellen Lage, die uns alle, glaube ich, ein bisschen schockiert hat, was sind die nächsten Schritte, wie kommen wir raus mit Konflikten, mit Konzepten, die ja seit vielen Jahren auf dem Tisch liegen und nicht gegriffen wurden. Wie gehen wir jetzt vor? Wer verbreitet jetzt hier eine gute Strategie über die Hoffnung hinaus? Hugo Götte. Ich bin da im Moment ungeeignet für, muss ich sagen. Was mir mehr, also ich will nicht sofort wieder Visionen und so weiter, das haben wir 10, 20, 30 Jahren. Und wir sind uns, das, was hier gesagt worden ist, sind wir uns seit 10, 20, 30 Jahren einig, das ist zu viel, das ist zu wenig, da müssen wir Leistung, Anita, was du sagst, ist alles richtig, schon lange, machen sie immer noch trotzdem in die andere Richtung, aber deshalb muss man es trotzdem wiederholen und. Nur das reicht mir irgendwann nicht. Und damit können wir, also wir müssen einfach feststellen, die Bauern, die jetzt auf der Straße sind, Moritz, deine Rede, wenn du die da vor Bauern gehalten hättest, die wäre ausgepfiffen worden wie Lindner. Das begreift kein Mensch von den Bauern oder von den Leuten auf dem Lande. Die wollen das nicht hören. Das geht die daneben. Aber was wäre denn mit der Idee zu sagen, hey, ich bin vegan, dann bleibt von dem Fleischbudget mehr für dich über? Ja, das kann. Ich versuch's immer. Also ich, wie gesagt, ich bin ungeeignet, ich bin alter weißer Mann, das sieht man und wahrscheinlich und ich esse wahrscheinlich auch zu viel Fleisch. Das hat natürlich auch mit. Aber egal. Mir scheint wichtig, gerade in der heutigen Zeit, das ist für mich zumindest anders als vor 5 oder 10 Jahren. Wir dürfen diesen Kulturkampf nicht weitertreiben.
Wir haben immer gesagt, die Stadt regiert übers Land. Und die macht das in einer brutalen Art und Weise. Weshalb die Bauern auf die Straße gehen. Die haben die Schnauze davon voll, von dieser Bürokratisierung, von dieser Besserwisserei. Auch von der Besserwisserei der Linksalternativen. Das wollen die nicht mehr hören. Wir tun, was können wir machen, hilft uns oder sonst irgendwas. Aber sag uns nicht, was wir alles falsch machen und wie wir das hätten anders machen. Dafür sind die nicht auf die Straße gekommen. Und wenn ihr sagt, wir müssen die jetzt verstehen, weil die fühlen sich ja undankbar behandelt und sonst was, dann müsst ihr umdenken und anders reden. So wie du da redest, kann ich dir sagen, da hast du keine Chance. Und ich habe meine große Sorge, dass nach 3 oder 4 Jahren grüner Agrarpolitik, wir, die wir bei den Bauern vor der Ort stehen, 10 Jahre nach Künast, dann wird 10 Jahre gebraucht, um wieder ein ordentliches Standing hinzukriegen. Dass die uns überhaupt nur zugehört haben, um dann zu gucken, was kann man vielleicht machen, kann man dies machen und jenes machen. Wir waren mit Borchert und so weiter, waren wir auf einem Weg, dass wir gut miteinander diskutiert haben. Und das wird alles kaputt gemacht im Moment. Ich fürchte, dass wir 10 Jahre wieder isoliert auf dem Land arbeiten müssen. Die Regierung ist das total egal, weil die sowieso längst weg. Und Künast ist das auch längst egal. Künast hat uns 10 Jahre Politik gekostet. Aber das wollte ich aber eigentlich gar nicht sagen. Okay, aber ich kenne ja, ich führe ja auch diese Gespräche und werde ja auch oft ausgelacht, aber was ist dann die Alternative? Wir können ja jetzt nicht 10 Jahre freundlich reden, weil ich meine, die NaturschützerInnen haben ja auch alle Chance, haben ja auch alle verdient, dass man ihnen zuhört. Die sind auch verzweifelt, weil es nicht weitergeht. Wir können ja nicht nur, weil die große Traktoren haben, 10 Jahre freundlich reden und dann nicht weiterkommen. Was machen wir denn dann? Herr Burt, wir machen kurz das Panel nochmal durch. Ich glaube, da sind Vorschläge und dann geht Robert und gibt das Handy nicht aus der Hand, damit wir möglichst viele Stimmen hören. Aber ich glaube, das Panel hat noch Vorschläge. Herr Burtig überlegt oder hat Stick Tanzmann? Geht. Oh, gut, okay, machen wir so. Gut, dann prima. Ich glaube, in der Analyse sind wir ja ziemlich einvernehmlich, dass es in die Richtung gehen muss, weniger Tier, mehr Pflanze. Das auf jeden Fall. Und wir sind, glaube ich, auch ziemlich einvernehmlich in der Analyse, dass die Politik trotz Borcher, Zukunftskommission Landwirtschaft, WBAE-Gutachten und viele andere Dinge, die eigentlich den Weg geebnet hätten, ziemlich tatenlos zuschaut. Mir fällt bei der Gelegenheit immer das Zitat der früheren Landwirtschaftsministerin Klöckner ein: Jeder Mensch hat das Recht, sich ungesund zu ernähren. So kann man es auch sehen, wenn man die Gesundheitskosten auf der anderen Seite gegenrechnet, wird auch wieder ein Schuh draus. Also wie kriegen wir einen Umbau hin? Ich finde es spannend, interessant, dass der Handel im Moment mehr zieht, als die Politik bremsen kann, nämlich Haltungsform 3 und 4 in den Regalen sammelt. Haltungsform 3 haben wir uns aus Verbrauchersicht immer sehr vehement für eingesetzt, weil wir sagten, der Abstand zwischen konventionell und bio ist für viele in der Gesellschaft einfach zu groß, gerade beim Fleisch. Und Haltungsform 3 ist eine Chance, dass nennenswerte Marktanteile, sagt auch Spiller schon seit langem, nennenswerte Marktanteile tatsächlich in der Gesellschaft Fuß fassen. Das Interesse verbraucherseitig gibt es. Lange Zeit gab es keine Transparenz. Und lange Zeit und auch heute noch gibt es neben 3 und 4 natürlich nach wie vor die Billigangebote, die sich viele Verbraucher halt nur leisten können, aber viele Verbraucher auch leisten, obwohl sie sich mehr leisten könnten. Muss ich beides zugestehen, aber das war auch ein Problem der Transparenz. Wie kriegen wir jetzt Bewegung rein? Also der Handel zieht im Moment. Kommt die Verbrauchsabgabe? Spannend, oder Tierwohlabgabe oder wie immer sie sich nennt. Ich habe vor ein paar Tagen von Isermayer einen interessanten Vorschlag gelesen, der eigentlich im Kern auch nicht neu ist, nämlich die Differenzierung der Mehrwertsteuer. Auch das, dafür plädieren wir auch aus Verbrauchersicht schon seit längerem, nämlich eine Reduzierung der Mehrwertsteuer für pflanzliche Lebensmittel und eine Anhebung der Mehrwertsteuer für tierische Lebensmittel. Dann hätte, wenn man das entsprechend umverteilt, hätte man ein viel einfacheres Instrument, vermute ich mal, also so schreibt Isermayer, als eine komplizierte Tierwohlabgabe. Also wir müssen auf jeden Fall mehr haben als diese Haltungsformkennzeichnung. Das ist definitiv zu wenig. Und aus meiner Sicht ist der einzige Vorteil der
neuen Haltungsformkennzeichnung, dass sie obligatorisch ist. Ansonsten ist sie eher eine Verschlimmbesserung dessen, was der Handel schon eingeführt hatte. Aber das ist ja geplant. Das ist immerhin geplant. Und die schrittweise Einführung weiterer Tierarten, ne? Ja, ja. Und sie muss für Gastronomie, für verarbeitete Lebensmittel gelten. Nicht nur für alle Tierarten, sondern sie muss für alle Produkte gelten, in denen tierische Produkte enthalten sind. Nur so können wir den auch nach wie vor vorhandenen Billigimport, das Dumping, Tierwohldumping vermeiden. Denn Verbraucher haben bewusst sich zum Beispiel gegen Käfigeier entschieden, kriegen aber heute in verarbeiteten Produkten noch jede Menge Käfigeier untergeschoben, weil sie es nicht erkennen können. Auch da plädieren wir schon seit Jahren für eine vernünftige Kennzeichnung von Herkunft und Tierwohlstandards, auch in verarbeiteten Produkten. Das muss kommen, sonst läuft es gegen die Wand. Anderer Aspekt, wir arbeiten seit vielen, vielen Jahren in Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen. Wir sind in Nordrhein-Westfalen Träger der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung, Träger der Vernetzungsstelle Seniorenernährung, setzen uns seit vielen Jahren an der Stelle ein. 40 Millionen Portionen Essen werden täglich in Deutschland in Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen gegessen. Das muss man sich mal überlegen. Wenn die Politik den Mut hätte, da endlich die DGE-Standards, die im Moment auch nachgebessert wurden und nochmal deutlich mehr Pflanze als Tier statt Tier in die Standards reingenommen haben, verbindlich machen würde, wären wir einen riesengroßen Schritt weiter. Ob das kommt, ich weiß es nicht. Also es würde genau in die Richtung weisen, die wir eigentlich alle wollen. Und über Mehrwertsteuer oder Tierwohlabgabe muss natürlich klar sein, dass auch Geld bei den Landwirten ankommt. Meine persönliche Vision ist die, lass uns doch auf ein Bild, eine Vision, eine Zukunft, eine flexitarische Zukunft hinarbeiten, in der wir alle halb so viel Fleisch oder halb so viel tierische Lebensmittel essen wie heute, dafür doppelt so viel ausgeben, ist nährungsweise, ich weiß, das ist sehr grob, nährungsweise einkommens- und aufkommensneutral und würde den Tieren gut tun, der Umwelt, der Landwirtschaft und könnte ja eine Vision sein. Die ist sehr, sehr holzschnittig, ich weiß, aber soll ja auch nur eine Zielorientierung sein. Und über Haus-zu-Haus-Verpflegung, die man gemeinschaftlich bezahlt, kommunal bezahlt oder so, das wäre ja auch schon ein Weg. Stig Tantmann, die Forschung. Ach so, wirklich, habe ich nicht gesehen. Ich habe da nur so eine, dann gehe ich in der Reihenfolge nach, die ich aber dann gar nicht nachvollziehen kann. Bitte, wer war denn zuerst? Bitte, Jenny. Alles klar. Es wurde schon viel angesprochen, was auch noch nicht, glaube ich, angesprochen wurde, war die gemeinsame Agrarpolitik. Also ich denke, das ist auch noch mal ein Riesenhebel, an dem man auch ansetzen könnte, um mehr Geld in die Landwirtschaft reinzuspülen. Also ich denke, wir müssen auf jeden Fall weg von diesen Flächenzahlungen hin zur Honorierung von Umweltleistung, Klimaleistung, Tierwohlleistung, um einfach eine faire Entlohnung auch hinzukriegen und um dieses ganze verkrustete System mal aufzubrechen. Ansonsten kann ich nur sagen, dass wir haben mit der Zukunftskommission Landwirtschaft und mit der Borchardt-Kommission eigentlich wirklich Empfehlungen und Maßnahmen auf dem Tisch liegen, die von der breiten Gesellschaft getragen werden und die man hätte eigentlich relativ schnell angehen können. Man braucht halt aber dennoch den politischen Willen dazu. Und natürlich waren die Rahmenbedingungen in der Politik relativ schwer mit dem Ukraine-Krieg. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Aber dennoch haben wir wirklich gute Vorschläge auf dem Tisch liegen. Ansonsten, das wurde ja angesprochen, das Thema Qualzucht. Also wenn das Tierschutzgesetz wirklich noch überarbeitet werden sollte, dann sollte das auf jeden Fall auch mit angegangen werden. Also auch die verstärkte Nutzung von zwei Nutzungsrassen ist auch ein ganz wichtiges Thema. Die Überarbeitung des Qualzuchtparagraphen. Österreich hat da so eine Merkmalsliste. Ich denke, das ist ein Beispiel. Daran kann man sich auf jeden Fall orientieren. Aber um nochmal das große Ganze anzusprechen, denke ich, kommt man nicht drum herum, die GAP zu überarbeiten. Ansonsten verliert man sich wieder im Klein-Klein. Auch hier liegen auf EU-Ebene gute Vorschläge auf dem Tisch mit dem Green Deal, wo man aber auch fairerweise sagen muss, dass der Bauernverband da auch massiv gegengearbeitet hat, dass es wirklich so umgesetzt wird, wie es kommt. Also da wird schon viel blockiert, obwohl eigentlich wir überhaupt keine Zeit mehr haben, diese Themen aufzuschieben.
genauso viel von meiner Seite noch dazu. Na klar, also europäische Agrarpolitik, völlig klar, nicht leicht. Die wird ja reformiert, seit es sie gibt, wird gesagt, sie muss besser werden. Und es ist viele Male gescheitert, aber es halten sich alle, die lange dabei sind, jetzt zurück mit Pessimismus. Als das Stichwort Ukraine-Krieg war ja, und als an dem Tag, als er ausbrach, war am nächsten Tag diese 4% Flächenstilllegung sofort in der Diskussion. Warum ist es uns als sozusagen progressiv und ökologisch und tierrechtlich und menschenrechtlich denkenden Menschen nicht gelungen zu sagen, der Ukraine-Krieg ist ausgebrochen, wir können es uns nicht mehr leisten, das klapperwerdende Getreide in Tiere ineffizient zu verfüttern? Warum haben wir das nicht geschafft? Naja, ich glaube, das ist eine ganz klassische Machtfrage. Das heißt, das macht nur noch mal wieder sehr, sehr deutlich, wer denn tatsächlich Macht besitzt, auch im landwirtschaftlichen Kontext. Und entgegen der öffentlichen Darstellung allgemein gerade sind das eben ja, vielleicht leider auch nicht die Linken und die Grünen. Das heißt, uns ist das ganz offensichtlich nicht gelungen, dadurch, dass die Macht nicht auf unserer Seite ist an dieser Stelle. Auch wenn die Wissenschaft und die Logik eigentlich gebietet, dass, und ich glaube, das ist auch unser Ziel als Bundjugend, das ich noch mal vorstellen würde, extensive Weidetierhaltung ist für uns überhaupt kein Problem. Und wir sprechen da von einer wirklich sehr, sehr geringen Anzahl von Großvieheinheiten pro Hektar, wo wir uns auch unseren guten BUND-Forderungen anschließen würden in dem Bereich. Und ich glaube, bei uns ist einfach der Punkt, wir müssen ganz dringend die Futtermittelproduktion weg vom Acker bekommen, denn das ist einfach nur Unsinn. Also es gibt diese Studienlage, die beschreibt, dass wir bis zu 10 Milliarden Menschen auf unserem Planeten ernähren könnten, wenn wir tatsächlich sinnvoller und effizienter mit dieser Fläche umgehen würden. Und dann bietet sich da eine sehr, sehr schöne Symbiose zwischen extensiver Weidetierhaltung und Ackerlandbewirtschaftung im Sinne der menschlichen Ernährung an. Und da müssen wir dann auch darauf schauen, dass wir weniger Ackerland für die Produktion von Treibstoff verwenden. Das ist ein genauso großer Punkt. Aber natürlich der Big Hitter sind die 40% der Ackerfläche, die aktuell weltweit für den Anbau von Futtermitteln genutzt werden. Und an diese 40% müssen wir ran. Und wenn wir darüber reden, was ist die richtige Richtung, dann finde ich es immer gut, da anzufangen, was genau die falsche Richtung ist. Und genau die falsche Richtung hat uns unser Bundesfinanzminister auf dem Silbertablett serviert auf dieser Rede. Denn mit dem Hetzen gegen die Sozialsicherung für AsylbewerberInnen und für BürgergeldempfängerInnen fördert er letztendlich und fördert unsere Regierung letztendlich Ernährungsarmut in unserem Land. Denn eine Totalsanktion im Bürgergeld wird sicherlich nicht dazu führen, dass sich eine Familie im Bürgergeld dann ernähren kann. Gelinde gesagt. Das heißt, die aktuelle Sozialpolitik, die in die vollkommen falsche Richtung rennt und von rechts angestachelt sozusagen jetzt auf die AsylbewerberInnen und die SozialhilfeempfängerInnen losgeht, die wird uns auch im Agrarbereich nichts Gutes tun, denn dann haben letztendlich die Menschen, die sich ohnehin keine gesunden Lebensmittel leisten können, gar kein Geld mehr, sich Lebensmittel zu leisten. Und wenn wir darüber sprechen, dass wir hochwertige Lebensmittel für alle zum Standard machen wollen, dann finde ich es existenziell, dass wir auch über das Klimageld sprechen, dass wir darüber sprechen, wie können wir denn gerade bei den Menschen mit dem wenigsten Geld in unserem Land für eine Entlastung sorgen und ihnen auch ermöglichen, hochwertige Lebensmittel zu konsumieren. In den meisten Räumen, in denen ich mich heute bewege, wird immer davon gesprochen, dass wir es in Deutschland ja so unfassbar gut haben. Aber es wird nicht darüber gesprochen, wie viele Menschen auch in Deutschland Ernährungsarmut erleiden müssen und wie selbstverständlich hingenommen wird, dass große Teile unserer armen Bevölkerung einfach zur Tafel gehen müssen, um sich jeden Monat zu versorgen. Und das sind Debatten, die lassen sich in diesen Räumen hier in Berlin immer wunderschön ausblenden. Und dann fallen solche Sätze wie, ja, uns in Deutschland geht es ja so unfassbar gut, aber schauen Sie doch mal in den globalen Süden oder wenn globaler Süden genannt wird, dann bin ich noch glücklich. Vielleicht anekdotisch auch, ich bin im ländlichen Raum aufgewachsen und als queerer Jugendlicher im ländlichen Raum, da kann ich es ganz gut, dass mir Leute nicht zuhören und mich auspfeifen wollen. Ich kann auch sehr, sehr gut mit LandwirtInnen reden und ich tue das auch sehr, sehr gerne. Ich sitze jetzt gerade nur in der Heinrich-Böll-Stiftung und nicht auf dem Hof mit Landwirten zusammen, deswegen verzeiht mir, wenn ich ein bisschen anders rede. Aber ich bin im ländlichen Raum aufgewachsen, ich habe eine Weile im Weingut geschafft, weil man Geld verdienen muss. Auch eine Lebensrealität, die heute nicht mehr alle haben. Deswegen sollten wir auch mal so ein bisschen an die Umverteilungsfragen gehen, wenn wir darüber reden, wie können wir denn finanzieren, dass Tierhaltung umgebaut wird, dann können wir an die unfassbaren Vermögen in unserem Land gehen. Und es regt mich immer auf, wenn man sich auch ansieht, wie wenig Geld doch tatsächlich vermögende Menschen dann auch für ihre Ernährung ausgeben. Und wenn wir in Krisenzeiten jetzt diese unfassbaren Spardiskurse
irgendwie ja, ausdiskutieren müssen und ständig darüber gesprochen wird, dass jetzt doch dringend mal beim Bürgergeld sanktioniert werden muss und dringend die Asylbewerberleistungen runtergehen müssen und dringend konsequent abgeschoben werden muss, dann ist es an Inkonsequenz nicht zu überbieten, dass sich Lindner vor diese Bauernmasse stellt und darüber redet, dass Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun, während die Erbschaftssteuer und die Vermögenssteuer in Deutschland auf einem historischen Niedrigstand sind. Denn das sind tatsächlich Menschen. Die bekommen Geld, weil sie in eine reiche Familie geboren wurden. So, und das ist die Definition von Geld bekommen fürs Nichtstun. Ich kann nichts dafür, in welche Familie ich geboren werde. Ich glaube, darauf sollten wir uns alle noch einigen können. Und ich bin gleich fertig. Wir suchen gerne noch nach den Lösungen, den Instrumenten, weil ich glaube, in der Analyse sind wir uns sehr einig. Ich bin gleich fertig. Kommen wir raus. Ich glaube, also ich habe ja die Bürde oder die Ehre, in der Zukunftskommission Landwirtschaft auch Mitglied zu sein. Und wir sind uns an vielen Punkten sogar einig. Und die Gemeinschaftsverpflegung ist ein Punkt davon. Alle sind sich eigentlich einig, dass wir kein Interesse daran haben, dass arme Kinder an der Schule hungern müssen. Trotzdem bewegt sich an dieser Stelle einfach nichts. Und das muss man, glaube ich, einfach mal so stehen lassen und sich dann fragen, wer sind die aktuellen Blockierer in dieser Debatte? Und wieso werden Haushaltsmittel nicht auch dafür freigemacht, Umbau zu finanzieren? Und natürlich können wir über Tierwohlabgaben und über Mehrwertsteuersätze, über Angepasste reden. Aber wir müssen auch einfach uns mal eingestehen, dass wir in der aktuellen Lage politisch investieren müssen. Wir müssen investieren in den Umbau der Tierhaltung. Und ohne diese krasse Investmentsperre, die da gerade ist, da helfen uns die wunderbaren Ergebnisse der Zukunftskommission Landwirtschaft überhaupt nichts, wenn das Finanzministerium blockiert. Wir müssen also diese Blockade aufheben. Wir müssen diese Blockade aufheben und wir müssen gleichzeitig aber natürlich auch einen Wandel im Sozialen schaffen. Und das ist mein Punkt mit der Männlichkeit. Das ist die Frage von, wird das als einen rebellischen Akt wahrgenommen, Fleisch zu essen? Ich glaube, das sind alles Punkte, wo wir im Diskurs miteinander auch so eine Debatte aufweichen müssen, um zu zeigen, Es ist kein Gegeneinander, sondern es ist vollkommen okay, wenn Menschen in unserer Gesellschaft weiterhin Fleisch essen. Aber ich möchte als Veganer dann wenigstens auch überall was Veganes zu essen bekommen. Das wäre mein Gegenangebot. Vielen, vielen Dank. Stick, jetzt aber mit. Ja, als Brot für die Welt fällt es mir schwer, jetzt so starke optimistische Visionen zu benennen für Deutschland. Das ist nicht unbedingt unsere Aufgabe. Wir kommen ja aus der entwicklungspolitischen Perspektive. Aber für mich sind jetzt gerade noch mal sehr viele Punkte sehr deutlich geworden, warum wir in verschiedenen Problemen sind und wo die Ansätze sind. Auch global haben wir es mit einer unglaublichen Ungleichheit im Agrar- und Ernährungssystem zu tun. Das ist einfach wirklich unglaublich krass. Das ist auch ein Thema zum Beispiel, mit dem sich das CFS gerade befasst, wo es auch Politikmaßnahmen gibt, wie das kann das überwunden werden. Das ist natürlich ein harter Kampf, weil Staaten wie die USA oder andere reiche Staaten, auch Deutschland, um dieses Thema natürlich herumschlingern wollen. Aber es geht um die Verteilungsfrage. Bei Ernährungsfragen geht es um die Verteilungsfrage. Und da sind für mich zwei Punkte deutlich geworden. Einmal Ukraine. Ukraine war nicht der Anfang der Ernährungskrise. Die Ernährungskrise war erstens vorher da und die Explosion der Hungerzahlen kam während der Corona-Pandemie. Und danach hat man dann irgendwie die Ukraine-Krise. Da kommt der Weizen, ja, das kennt jeder. Die anderen Ernährungsprobleme kannte keiner, hat sich keiner mit befasst. Die Menschen, die Betroffenen, die haben schon in der Corona-Pandemie gesagt, wir brauchen dringend Antworten und wir brauchen Antworten, die umverteilen. Nicht Antworten Business as usual, Dünger billiger machen, was auch immer, sondern wir brauchen eine agrarökologische und eine sozialpolitische Antwort auf die Probleme. Das bedeutet umverteilen, global und national. Und das ist etwas, wo wir ran müssen. Ich meine, wie sind denn die Einkommen gewachsen der obersten Reichen in Deutschland seit der Corona-Pandemie. Ich meine, die Berichte, also ne, die Zahlen, die Oxfam vorhin hat, die sind erschütternd. Und da muss sich etwas passieren. Aber das sind Punkte, die nicht geführt werden. Und wir sind dann wer sind denn auch Profiteure? Ich meine, es wurde benannt sozusagen, der Handel treibt gerade die Entwicklung. Ja, das bedeutet, Politik hat aufgegeben zu handeln, aber die Handelsfamilien, Schwarz, Aldi, das sind Stiftungen, die sparen, damit kann man schon Steuern sparen und so weiter und so fort. Da muss man dran. Das sind sehr, sehr strukturelle Probleme. Aber die können natürlich dann auch die Politik vor sich hertreiben, weil man ganz viele Dinge dem Markt überlassen hat in Deutschland und das nicht richtig analysiert und verstanden wird, dass man, was ist jetzt eine richtige Regulierung und was ist eine richtige Begrenzung, die dann auch Bäuerinnen und Bauern hilft
und sie nicht fesselt, indem es sozusagen gewisse Schranken des Wachstums gibt, aber auch klar definierte Korridore, in denen man sehr gut mit gutem Einkommen wirtschaften kann. Und da müssen wir hinkommen. Und das ist auch nochmal ein anderer Punkt, Züchtung, ja, agrarökologische Züchtung sieht komplett anders aus. Da brauchen wir wieder das Huhn und das Schwein, das nicht der Nahrungsmittelkonkurrent oder die Nahrungsmittelkonkurrenten zum Menschen sind. Das waren sie nämlich nicht traditionell. Und das sind die Tiere, die wir für die agrarökologische Transformation brauchen. Da haben wir riesige Probleme mit unseren Partnern, weil auch die auf globales Züchtungsmaterial teilweise zurückgreifen müssen, was überhaupt gar nicht für ihre Belange passt. Und über Fisch haben wir noch gar nicht gesprochen. Wenn wir über Welternährung sprechen, dann geht es natürlich auch um die kleinen Kleinfischerei in Konkurrenz zum industriellen Fischfang. Genauso wie es um die Konkurrenz zwischen Kleinbäuerinnen, nomadischen Tierhaltern und industrieller Massenproduktion und industrieller Tierhaltung gibt. Und es geht darum, diese Dinge umzugestalten und dafür Lösungen zu entwickeln. Und Lösungen zu entwickeln, die global kohärent sind. Und das sollte man mitdenken und da sollte man immer wieder auch dranbleiben. Und das ist ein Punkt, da muss man, der ist komplex. Ich finde, damit fangen wir an. Es gibt auch positive Zeichen, zum Beispiel, dass die Vorsitzende des brasilianischen Ernährungsrates jetzt eingeladen ist, hier auf dem GFFA zu sprechen. Und es da auch große Offenheit, zum Beispiel im Landwirtschaftsministerium gibt, sich mit solchen Lösungsansätzen auseinanderzusetzen. Also wir halten fest, es gibt alle Umfragen. Die Zeit muss sein für einen Applaus. Die Umfragen zeigen, es gibt eine ökologische Mehrheit in der Gesellschaft, die bereit ist, sich zu verändern. Und das übersetzt sich aktuell wegen Politik, wegen Machtfragen, nicht in politisches Handeln. Immerhin gibt es einige Lichtblicke und völlig klar geworden ist auch, dass die Politikbereiche über die Ministerien hinweg zusammengedacht werden müssen. Dass nicht die Landwirtschaft die soziale Frage löst, dass die überhaupt mal adressiert wird und dass die Lösung zusammengedacht werden muss. Jetzt geht Robert mit dem Mikro rum und fängt, wo wir noch nicht waren, fängt jetzt an diesem bei Ihnen an und geht dann rüber. Und ich würde sagen, wir sammeln die Stimmen und gucken dann auf dem Podium, ob daraus eine politische Strategie wird. Robert, wenn du das Mikro behältst, kommen wir schneller durch die Runde. Robert hält für alle. Bitte. Okay. Ja, vielen Dank, Tim Treis von der Vereinigung Ökologischer Landbau in Hessen. Zwei Punkte. Was mir nochmal fehlt und was ich nochmal ganz deutlich auf den Punkt bringen möchte. Wir haben ja diese 5 oder 6 Handelskonzerne in Deutschland und das Geschäftsmodell dieser Konzerne ist mit einem Agrar- und Ernährungssystem Geld zu verdienen, was einen wahnsinnigen Betrag an externen Kosten verursacht. Sie verdienen das Geld damit, sind aber nicht bereit, diese Kosten zu übernehmen. Das macht der Steuerzahler. Laut Boston Consulting Studie stehen da 21 Milliarden Euro Wertschöpfung gegenüber 90 Milliarden Kosten. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn dieses System nicht in der Grundsätze irgendwie angegangen wird, dann kann man ja nur erwarten, dass es gerade eben so weitergeht. Also es muss irgendwie an der Stelle auch ganz klar gesagt werden, die Handelskonzerne haben eine Verantwortung, der sie selbst im Moment nicht gerecht werden. Und irgendwie müssen wir die dahin kriegen, dass sie dieser gerecht werden. Also anders sehe ich nicht. Also andersrum gesagt, würden sie der gerecht werden, sieht die Welt in 2 Jahren ganz anders aus, weil die haben die Macht. Und das einfach so immer zu tun, der Bauer muss was machen und der Kunde, der muss weniger lang warm duschen und besser einkaufen, das finde ich zu kurz gegriffen, weil das Riesending in der Mitte wird nicht betrachtet. Richtig. Und das Zweite, ich muss dem Hugo Götte, obwohl es mir extrem schwerfällt, absolut recht geben. Eigentlich würde ich mir ja wünschen, wir würden eine wirkliche Wertediskussion führen, wir würden darüber reden, was machen wir eigentlich in diesem Land und was für einen Wahnsinn betreiben wir hier. Und keiner davon, ich sehe das jetzt irgendwie gar nicht, dass irgendwie die Leute mit diesem System glücklich geworden sind. Also so viele unzufriedene Leute wie in diesem Land gibt es ja irgendwie auf der Welt nicht nochmal. Also es gibt auch aus dem Grund keinen Grund, das weiterzutreiben. Aber wenn ich sehe, was gerade im Moment los ist, dann sehe ich nicht, dass genau so eine wichtige Diskussion führbar wäre. Aber wird nicht genau umgekehrt ein Schuh draus zu sagen, jetzt ist die Aufmerksamkeit und die Unzufriedenheit, wir nutzen den Fokus, dass jetzt alle auf Landwirtschaft zu gucken, sagen, wie sehr es allen schadet, vom Tier zum Landwirt bis zum Verbraucher, der krank wird und deshalb drehen wir jetzt was draus? Müssen wir in die Richtung weiterreden? Wäre ich sofort dabei, dann müssen wir es aber auch führen, aber wir müssen es auf eine Weise führen, dass diejenigen, die betroffen sind, da komme ich wieder zu Hugo Götte, nicht wieder verstehen, die hacken alle auf mir rum
und ja. nicht irgendwie die Rückkopplungsschleife drehen. Das hat tatsächlich was mit dem, was sie tun, auch zu tun, weil die Kritik ist ja berechtfertigt, bloß das ist nicht angekommen. Was Wer ich aber sagen schafft, will, nur einen Punkt. Einen Satz bitte, weil wir haben 10 Meldungen. Ja, es geht ja um die Ziel, um die Lösung. Letztendlich, es muss einfach, egal wie das Zielsystem aussieht, es muss so sein, dass diejenigen, die es machen sollen, Geld damit verdienen. Und das dafür sind die alle eigentlich auch willig, das zu tun. Das wurde gesagt und da fehlt das Vertrauen. Ne? Genau. Bitte zur Frau in Weiß in Reihe 3. Ah ja, so. Danke. Ja, Friederike Schmitz bin ich. Ich arbeite für die Organisation Faber Konzepte. Und ich habe vorhin den Moment so ein bisschen verpasst, wo es um die Visionen ging. Deswegen wollte ich da noch zwei Sätze zu sagen. Und zwar habe ich die Vision tatsächlich einer Landwirtschaft ohne sogenannte Nutztiere. Und ich glaube, wir müssen das auch anders und grundsätzlicher diskutieren. Also wenn wir die Tiere ernst nehmen als fühlende Individuen und als Wesen, die mit uns unheimlich viel gemeinsam haben, dann reicht es eben nicht, den ein paar Quadratmeter oder sogar teilweise bei den Haltungsstufen ein paar Quadratzentimeter mehr Platz zu geben oder sie ein bisschen weniger krass zu züchten. Dann ist es immer noch ungerecht, einfach sie für unsere Zwecke auszubeuten, was ich eigentlich für alle Nutztierhaltung so beschreiben würde, weil immer eben verstümmelt wird, in Freiheit eingeschränkt wird, geschlachtet wird. Wie würden wir da hinkommen? Genau. Und ich glaube, dass diese ökologischen Argumente, dass es darauf auch gute Antworten gibt. Also es gibt hier und da Vorteile von Tierhaltung, aber es gibt keine Notwendigkeit dafür. Und häufig wird das auch überschätzt. Und wie wir da hinkommen, beziehungsweise wie wir vielleicht jetzt wieder zu dem Konsenspunkt kommen. Der Konsens war ja, wir brauchen einen Abbau der Tierhaltung. Und der muss auch drastisch sein. Ne? Manche haben von Halbierung gesprochen, andere haben von Planetary Health 75% runtergesprochen. Wenn man diese Grünland-Argumente ernst nimmt mit tatsächlich nur noch von Grünland und nicht mehr vom Acker und dann noch biodivers, dann haben wir wirklich winzige Mengen nur noch an Tierprodukten. Und da kommen wir doch mit Borchert nicht hin. Da kommen wir doch nicht mit Tierwohlabgabe hin. Ja? Und das sehe ich immer nicht in der Diskussion. Wie soll denn eine Finanzierung vom Umbau von Ställen wirklich zu einem drastischen Abbau? Nach Folgenabschätzung ist noch nicht mal klar, ob es überhaupt zu einem Abbau führt, die Umsetzung von Borchert-Empfehlungen. Und wenn wir wirklich einen drastischen Abbau wollen, dann brauchen wir doch andere Maßnahmen als das. Dann brauchen wir zum Beispiel Umstiegsprogramme, ja, dass TierhalterInnen gefördert werden, beraten werden, finanziert werden, um auszusteigen aus der Tierhaltung auf andere Einkommensquellen. Da gibt es schon einen kleinen Topf jetzt im Haushalt, aber der müsste ausgebaut werden. Und das sind die Maßnahmen, über die wir dann auch reden müssen. Danke, wir gehen mal eins weiter. Direkt das Mikro zum... Ja, Patrick Müller vom BUND und ich könnte jetzt natürlich ganz viel zu guter Tierhaltung sagen und zu Klima und Umwelt und ich glaube, das brauche ich gar nicht alles tun, weil das hat Moritz heute schon sehr, sehr gut getan und Sebastian hatten wir auch schon auf der Bühne, deshalb davon ein bisschen weniger. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf auf einem Betrieb und was mich ganz besonders jetzt gerade in den aktuellen Tagen bewegt, ist diese gesellschaftliche Spaltung, von der eben ja auch schon mal von Hugo Gödde die Rede war, der irgendwie sagte, also Moritz, so wie du das jetzt sagst, geht es nicht, weil es kommt immer so an, als würden die Städter über das Land regieren. Und das sehe ich tatsächlich auch, das Problem. Das Problem ist nur, die Städte haben recht. Wir haben die Wissenschaft auf unserer Seite. Wie kriegen wir das vermittelt? Wie kriegen wir das vermittelt? Ich komme aus einem kleinen Dorf, wo gezielt immer noch heute Futtergetreide angebaut wird, was aus meiner Sicht eine gigantische Verschwendung ist. Klar kann man Getreide verfüttern, wenn es für den menschlichen Konsum nicht mehr geeignet ist. Aber gezielt mit dem Sinn und dem Zweck, Futtergetreide anzubauen, macht einfach keinen Sinn. In Deutschland für den Weltmarkt produzieren zu wollen, macht keinen Sinn. Wir müssen für lokale Kreisläufe sorgen, wir müssen für hier produzieren. Dann von mir aus auch gerne mit tierischen Produkten aus Weidehaltung. Okay, aber wie kriegen wir diese doch vergleichsweise radikalen, in Anführungsstrichen, Argumente denn vermittelt, lieber Hugo Gödde? Das würde mich wirklich interessieren, ob es da ein Konzept gibt. Du hast ja für Profi viel Dialog mit Landwirten gemacht. Wie kann man denn diese Botschaft vermitteln? Warum kommt unsere Botschaft der Wissenschaft nicht an? Ich habe für Profi viel Dialog gemacht, ich habe für den BUND mittlerweile viel Dialog gemacht und ich habe ungefähr die Hälfte meiner Freunde wohnt in einem 300-Einwohner-Dorf und die andere Hälfte wohnt in Berlin. Ich glaube, mehr auseinander geht nicht. Eben. Das Problem ist, wir kriegen es nicht hin, wenn wir nicht ehrlich sind. Und der Bauernverband hat die Bäuerinnen und Bauern die letzten 30 Jahre in eine komplett falsche Richtung geführt. Und das müssen wir ihnen bewusst machen. Und wir müssen
wir müssen radikal ehrlich sein. Es bringt nichts, jetzt mit schönen, warmen Worten zu sagen, ja, ja, es wird schon irgendwie weitergehen, weil das ist falsch. Wir haben keine 30 Jahre mehr für einen Umbau. Wir müssen in den nächsten 5, in den nächsten 10 Jahren massiv umsteuern. Und so ehrlich müssen wir sein. Und die Bäuerinnen und Bauern wollen da ja gerne mitkommen. Und ich möchte sie gerne mitnehmen. Und die, die dann nicht mitkommen wollen, weil sie sagen, ihr seid sowieso alles Spinner. Und die, die da bei den freien Bauern mitmarschieren, und da muss man dann wirklich marschieren sagen, die möchte ich auch gar nicht mitnehmen, ganz ehrlich. Wir gehen zu Wolfgang Reimer, und Sie hatten sich in der zweiten Reihe gemeldet. Ne? Einmal in die erste, wenn Sie hier von vorne. Gut. Ich fasse mich kurz. Ja, ich darf mich viel durch Stallungen treiben und dann nützlich machen. Ich möchte nochmal den Blick von seitens der Tierhalter und der Bauern riskieren. Das, was wir in Berlin sehen, das sind laute Proteste. Das, was still abgeht, sieht kein Mensch, hört kein Mensch, das sind die Betriebsaufgaben. Und das sind im Schnitt etwa 30 am Tag und 10.000 im Jahr in Deutschland. Und die Bauern, die aufhören, die können wir nicht mehr gewinnen für Umbaumaßnahmen. Erreichen tun wir die, die Tiere halten. Und wenn ich mir vorstelle, dass ein Landwirt Empfehlungen gefolgt ist, die vor 30 Jahren richtig waren oder richtig gewesen sein mögen, daraufhin seinen Betrieb eingerichtet hat und heute behauptet wird, das ist alles dummes Zeug, was er gemacht hat oder was sie gemacht hat, dann ist das unwürdig. Das sind Menschen, die haben ihre Existenz gebaut. Und wenn die jetzt in einer Kritik stehen, dass es heißt, Tierhaltung ist Sklaverei, ich kenne die Diskussion, ich mache sie mir nicht zu eigen, die haben wirklich aus guten Gründen ihre Tierhaltung eingerichtet. Und diese guten Gründe müssen Menschen, die mit ihnen reden wollen, auch erstmal zur Kenntnis nehmen und auch Geduld aufbringen und vor allen Dingen es solidarisch finanzieren. Und solidarisch finanzieren heißt, Umbaumaßnahmen wirklich finanziell auf den Weg zu bringen. Danke. Vielen Dank. Ich glaube, das Mikro, Sie hatten sich gemeldet, ne? Können wir das Mikro direkt eine Reihe weiter und dann zu Wolfgang Reimer geben und dann geht's auf dem Flügel weiter. Ich halte mich wirklich kurz, weil ich gar nicht so viel zu sagen habe, was jetzt hier alles schon gesagt wurde. Aber mir ist irgendwie aufgefallen, dass noch gar nicht so wirklich darüber gesprochen wurde. Ja, wir reden darüber, Tierzahlen zu reduzieren, aber die Emissionen werden nicht gesenkt. Schon seit den letzten 30 Jahren hat sich da in der Landwirtschaft nicht wirklich viel getan. Also wie kommen wir daran, dass wirklich die Emissionen sich senken? Weil wir haben eine Klimakrise, wir müssen die Emissionen runterkriegen. Aber das würde ja zusammen eigentlich gehen, die Tierzahlen würden... Okay, die Tierzahlen sinken auch schon seit den letzten Jahrzehnten, aber es passiert trotzdem keine Emissionsreduktion. Und irgendwie hat das jetzt hier aber, also 2% haben sich in den letzten Jahrzehnten reduziert in der EU. Genau, und wollte einfach fragen, warum wir da nicht drüber reden. Herr Wolfgang Reimer nochmal dazu, denn wenn man weniger Tiere hält und die weniger Tiergetreide haben und das mehr Lebensmittel wird, dann habe ich meiner Ansicht nach weniger emittiert. Und das wäre neben der Vernässung der Moore natürlich, aber heute sind ja die Tiere ein Thema, natürlich ein Hebel. Ja, also ich glaube, wir müssten in allen Bereichen etwas tiefer graben. Beispielsweise jetzt Kantinen. Das hat man vor 10 Jahren schon begonnen. Aber wie machen wir es jetzt weiter? Ja, der Punkt ist, das Problem bei den Kantinen ist, die Kommunen sind Schulträger. Und ich habe als Regierungspräsident schon mit den Oberbürgermeistern, Bürgermeistern, Landräten und so weiter verhandelt, wollte die dazu bringen, dass sie nach DGE-Standards wenigstens einkaufen und. Es waren willige Oberbürgermeister und Bürgermeister dabei. Es hat auch Versuche gegeben. Es gab aber auch Probleme. Du musst es ausschreiben. Und welche, die sich beworben haben, haben sich beschwert. Ein Teil hat geklagt und hat zum Teil Recht bekommen. Also ja, in der Realität, wenn man dann am Machen ist, dann ist es sehr viel komplizierter. Ich könnte noch zu jedem tiefer graben. Ich will noch zu euch beiden was sagen, weil ich es toll finde, dass eine junge Generation wieder idealistischer rangeht. Aber was passiert bei der Vermögensdiskussion? Es gibt von Klaus Dörre das Buch Die demobilisierte Klassengesellschaft. Und es gibt jetzt von Steffen Mau Triggerpunkte. Beide beschreiben, dass ausgerechnet sozusagen die Ärmeren, die Unterdrückten, typische Arbeiterklasse gibt es ja jetzt in dem Sinne nicht mehr, aber sagen wir mal Dienstleistungsproletariat ist ja heute viel gravierender, dass gerade die eben nicht
nach oben kämpfen, sondern eher nach unten drücken und sagen, ja, mit dem Bürgergeld, da wollen welche, die gar nichts schaffen wollen, die kriegen zu viel. Das ist ein Problem, was empirisch belegt ist und wo man überlegen muss, wie geht man damit um? Weil diese demobilisierten unteren Klassen, die erreichst du nicht mehr. Und deswegen haben die auch keinen Druck in der Politik. Es ist doch schon ewig bekannt, die Vermögensberechnung vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Krapka und Co. 50% der Deutschen haben einen Anteil am Volksvermögen von 1,2%. 40% haben gar nichts. Und 10% haben ungefähr 65-65% des Vermögens. Ist ja okay. Und 1%, die Firmenbesitzer, die haben 35% Anteil am Vermögen. Welche politische Strategie? Ja, aber die politische Strategie, wie wir aus der Geschichte rauskommen, die erzähle ich morgen beim Neulandempfang, weil da bräuchte ich jetzt ein bisschen länger. Okay, also für alle, die hier sind, gekommen. Aber wir müssen bitte konkreter werden und nach den Ursachen gucken und dann überlegen, wie gehe ich damit um, dass ich eben so eine demobilisierte Klassengesellschaft habe. Wir brauchen jetzt trotzdem heute Lösungen, Instrumente, so habe ich anmoderiert, deshalb brauchen wir so eine kleine Idee. Also in Kurzform. Man kann, wenn man Bund, Länder zusammenspannt in der Gemeinschaftsaufgabe, kann man das machen, sozusagen Borchert-Leit-Lösung. Das haben wir in Baden-Württemberg gemacht, als ich dort Amtschef war. Wir haben die Programme für Agrar, Umwelt, Klima und Tierwohl zusammengefasst und haben als einen Programmpunkt den Landwirten für die Mehrarbeit, für tiergerechte Ställe, für die Mehrarbeit sozusagen pro Tier eine Prämie bezahlt. Das ist das, was die Tierwohlprämie praktisch meint. Die haben wir aus der GAK und aus dem mit EU-Kofinanzierung, aber das kann das Land machen. Und die Länder können sich zusammen mit dem Bund verabreden, wenn der Bund ein bisschen klüger mit der GAK umgeht. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Niedersachsen hat zugestimmt. Der zweite Punkt ist, wir haben über die Europäische Innovationsprogramm EIP, haben wir 70% der Stallbaukosten bezahlt und haben 70 Ställe gebaut. Das ist jetzt nicht viel, aber die Betriebe sind alle begeistert. Und drittens habe ich mit Edeka verhandelt darüber, dass die einen 10-jährigen Vertrag abschließen. Das ging nur, weil der Mäder, einer der Chefs von Edeka Südwest, ist ein Metzger, der weiß, um was es geht. Die haben 10-jährige Verträge gemacht, dass sie die Tiere auch vermarkten. Und zwar mit Aufpreis vermarkten. Mit Handel, mit intelligenter Kombination. Genau, also man kann Borchert-Leit machen. Wenn man das insgesamt umsetzen will, und wir haben ja die Blaupause für eine andere Agrarpolitik mit dem Entwurf Zukunftskommission und auch mit Borchert-Kommission, dann muss die Schuldenbremse weg. Weil die Schuldenbremse hemmt volkswirtschaftlich alle sinnvollen Transformationen, alle Infrastrukturprojekte, alles Mögliche. Und sie ist auch nicht notwendig. Wir haben in Deutschland laut Bericht, Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, ich ziehe mir die immer rein, haben wir eine Verschuldung von 64% des Bruttonationalprodukts. Maastricht-Ziel sind 60%. So what? Wo ist das Problem? Wir haben keinen hochverschuldeten Staat. Sie setzen sich nach dem Neulandempfang in der Regierung dafür ein, dass die Schuldenbremse wegkommt, aber dann sind einen Schritt weiter. Aber man muss, es gibt Lösungen. Irgendwie fallen sie der Regierung nicht ein, ich weiß es nicht. Okay, einmal das Mikro weiter zu Anita Edel nochmal. Genau, ich hatte sie eben unterbrochen, bitte. In Reihe 2 mit dem roten Pulli und dann Lena Luig, denn ich hatte sie unterbrochen. Aber das Mikro bleibt bei Robert. Dankeschön. Ist okay. Also ich wollte auch noch mal was zu Herrn Götte sagen. Ich sehe es nicht ganz so pessimistisch. Zum einen kann ich sagen, als ich studiert habe, war Renate Künast gerade Agrarministerin. Eine Freundin von mir war lange Vorsitzende der Bayerischen Landjugend gewesen und sie hat ihre Diplomarbeit damals Renate genannt, weil sie sie genauso genervt hat. Aber wir brauchen jetzt Lösungen, genau. Instrumente, wir haben noch 10 Minuten. Ja, ich weiß. Aber ich kann es wirklich verstehen, ein Stück weit auf der anderen Seite, was ich sagen kann, was mich an den Bauernprotesten so wahnsinnig genervt hat. Und ich bin mir nicht sicher, es ist einfach so unlogisch, dass die Bauern einerseits erwarten, dass man für die Dürren, dass die Allgemeinheit für die Dürren, für alles, was durch den Klimawandel passiert, unterstützt werden und auf der anderen Seite nicht bereit sind, noch nicht mal diese Agrardieselsubventionen abzubauen.
Das kann mir kein Mensch logisch erklären. Das ist einfach Bullshit. Von vorne bis hinten. Aber wir kommen mit Logik nicht weiter. Nee, das ist ein Problem. Aber ich brauche wirklich kurze. Aber ich kann trotzdem noch mal sagen. Und ich nehme den Bauern da trotzdem, ich nehme die da nicht so außer Pflicht. Für mich war das, was ich am Montag bei den Demos gesehen habe, mindestens so bescheuert wie das, was ich von den Querdenkern vor ein paar Jahren gesehen habe. Leider. Aber damit Gottes. Kommen wir ja auch nicht weiter in Nein, den Dialog. Nein, sicher. Ne? Aber trotzdem muss das irgendwann mal auch so gesagt werden. Bestimmt zu einem anderen Zeitpunkt. Und ich sage das auch wirklich, weil ich selber, meine Eltern kommen beide aus der Landwirtschaft. Ich selber, mein Vater hat in der Weingärtnergenossenschaft, war da Geschäftsführer. Wir haben noch 10 Herr Minuten. Herr Rupfried ist der Nachbar. Und ich lasse mich nicht sagen, ich als Städter hätte da keine Ahnung von. Gut, das sind solche Sachen. Und Zusagen. Wir müssen weitergehen, weil Lena Luig. Das sind aber möchte. Solche Sachen, ja. Genau. Also, okay, aber das geht ja in die Richtung radikal ehrlich sagen, wie es. Lena Luig jetzt nochmal, bitte. Eine Mini-Ergänzung zu Wolfgangs Sozialpolitik-Vortrag gerade. Nur weil das Thema Ernährungsarmut jetzt 2-3 Mal anklang auf dem Podium. Ich finde es total wichtig, dass wir aufpassen, nicht zu sagen, um Ernährungsarmut zu bekämpfen, brauchen wir eine Erhöhung des Bürgergelds. Weil wenn wir uns, oder nicht nur, weil wenn wir uns die Zahlen angucken, dann haben wir gerade 4 Millionen BürgergeldempfängerInnen und 17 Millionen Menschen in Deutschland, die von Armut betroffen sind. Das heißt, da ist eine große Spanne dazwischen. Das sind arbeitende Menschen. Und ich kann das jetzt als, ich bin so glücklich, dass das Verdi für mich als TVÖD-Empfängerin sozusagen gut verhandelt hat. Aber viele andere sind nicht in der Lage. Das heißt, wenn du jetzt nach Lösungen fragst, mir fällt keine bessere Lösung an, als die Oldschool-Forderung der irgendwie gewerkschaftlichen Tarifpolitik zu stärken, gerade in den Bereichen der Geringverdienenden und da solidarisch sich zu zeigen, damit wir dieses Thema Ernährungsarmut angehen können und sich eben mehr Menschen auch gute Lebensmittel leisten können. Und vor allen Dingen die Arbeitenden in der Landwirtschaft. Einen guten Vorschlag noch von Anita und dann gehen wir aufs Schlusspanel. Und vor allen Dingen auch für die Arbeitenden in der Landwirtschaft, die ja oft zu heftigen Bedingungen in der Schlachtindustrie als Saisonarbeiterin arbeiten. Ich greife noch mal ein paar Statements auf. Das von Tim Treis, ja, das war die Internalisierung der Kosten. Ja. Und gerade wenn die Situation so verfahren ist, ja, und hier zeigt sich ja auch, ne, unsere Ratlosigkeit, du stellst dich hin, Tanja, und sagst, so, jetzt machen wir mal Visionen. Und ich finde das richtig. Ich finde richtig, dass man auch in so einer verfahrenen Situation tatsächlich an den Visionen festhält. Ich fand das auf dem Agrarkongress am Dienstag, der Dirk Messner, also der Uber-Chef, das nochmal sehr gut, vom Umweltbundesamt, das nochmal sehr gut gesagt hat. Die aktuelle Situation darf nicht dazu führen, und das ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, Hugo, eine Gegenrede zu dir. Dirk Messner sagte, wir dürfen jetzt nicht, weil jetzt so viel Aggression auf der Straße, auf den Bäumen ist, dazu kommen zu sagen, jetzt machen wir erstmal Pause, so bis sich das wieder beruhigt hat und dann machen wir weiter. Nein, ich denke, wir müssen mit unseren richtigen Forderungen von bis und die Internalisierung der Kosten ist die Basis von allem, ja, müssen wir dabei bleiben. Ja, also die gehören heute eher noch öfter angesprochen, weil das ist ja eine Basis für diese Misere. Und natürlich, ne, man muss von seinen Betrieben, von der Arbeit, die man macht, leben können. Und genau dieses auch immer wieder zu formulieren, dass das ginge. Und eben fand ich klasse, Moritz, dieses Aufhetzen, ne, Lindner, wie du ihn zitiert hast, eben auch wirklich in all diesen Gesprächen auch deutlich zu machen, wie eben dadurch Teile und Herrsche auf das Mieseste Politik gemacht wird. All diese ganz simplen Zusammenhänge können gar nicht oft genug genannt werden. Der Frust ist berechtigt, aber wir dürfen jetzt und Klima und Biodiff gehören zusammen. Ja, wie das auseinandergeht, konnten wir heute auf der Pressekonferenz von Rudwig hören, der es dann fertiggebracht hat, mit Klima das Glyphosat zu begründen. Ja? So, wörtlich. Und da kam aus der Reihe der AgrarjournalistInnen, ja, kam da kein Protest. Ja? Also so weit sind wir da an der Stelle schon gesunken, ja, was das Niveau betrifft. Okay. Viel Luft nach oben, das ist das Positive. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir schaffen eine Schlussrunde und müssen dann wahrscheinlich bis Mitternacht noch mal ein bisschen hier vor der Böll-Stiftung weiter diskutieren. Aber wir haben da ja so ein paar gute optimistische Ansätze über die strategische Kopplung von Bund-Länder-Zusammenarbeit.
Ja, ein Satz dazu? Ein Satz nach vorne? Robert, noch mal einmal das Mikro für Herrn Ahrens und also Niedersachsen und dann gehen wir hier vorne. Einmal Handheben bitte da mit hellblauem Hemd. Ja, ich musste leider ein bisschen Wein oder Wasser in den Wein gießen, was so die Zukunftshoffnung angeht. Ich komme nämlich aus der ACK. So, das ist der Debattierclub, bevor die Agrarminister sich kennen, treffen. Und die ACK dient eigentlich dazu, die Fragestellungen, die aufgetaucht sind, dann immer abzuräumen, möglichst weit. Und als Resümee aus dieser ACK ziehe ich jetzt eigentlich mit, dass die Politik im Grunde genommen, auf die wir ja alle warten, immer weniger entscheidungsfähig wird. Das ist, denke ich mal, unser eigentliches Problem. Und ich denke, wir müssen andere Wege der Entscheidungsfindung suchen. Bis jetzt versuchen wir ja immer, ich sag mal, auch nicht nur Problemstellungen, vielleicht auch Lösungsansätze an die Politik heranzutragen. Und dann warten wir darauf, dass sie die doch bitte aufgreift. Es muss irgendwie anders gehen. Aber wie? Keine Ahnung. Ich bin ja auch kein Politiker. Ne? Ich bin ein ja nur Amtschef. Also ja, Chef ja. Ne? Aber das ist tatsächlich so. Ne? Aber trotzdem sitze ich da natürlich auch zwischen Baum und Borke. So. Ja, okay. Das nur mal so als grundsätzliche, grundsätzliches Statement, dass im Moment die Politik, immer? Ich sag's mal, überfordert ist. Sich gegenseitig lahmlegt. Das ist ja das Problem. Und das ist ein Problem, von dem viele profitieren, die von rechts unzufriedenen Bauern sagen, dass sie die einfachen Lösungen haben. Und deshalb ist es ganz, ganz gefährlich, dass wir jetzt alle aus dieser Ratlosigkeit rauskommen. Frieda Thomas hat mir den Auftrag gegeben, Lösungen zu finden. Ich bin gescheitert, aber wir machen trotzdem eine Schlussrunde. Und vielleicht kommt ja noch ein Gedankenblitz oder wir legen mal die Ansätze zusammen, die uns trotzdem bleiben. Aber ich glaube, alle stimmen Anita Idel zu, dass wir jetzt nicht nachlassen dürfen oder von Ihnen kam ja auch zu sagen, ohne aufhetzend, beleidigend, angreifend zu wirken, müssen wir trotzdem sagen, es gibt da gute Gründe für Veränderungen. So viel ist, glaube ich, so ein Minimalkonsens jetzt. Und wir gehen einmal das Podium entlang, Bernhard Bodig, mit trotzdem Lösungsvorschlägen. Ich fange mal an. Ja, muss nicht sagen, wenn es ja. Ich bin dankbar für die für mich ein bisschen überraschende Diskussion zum Thema Ernährungsarmut, für die Stichworte hier und im Auditorium. Wir haben uns um das Thema sehr intensiv gekümmert in den letzten beiden kritischen Agrarberichten, weil die Preise in den letzten 2-3 Jahren explodiert sind, die Armut im Land größer geworden ist und immer mehr Menschen sich nicht mehr nachhaltig ernähren können, nicht mehr gesund ernähren können. Sie haben Probleme, sich überhaupt noch zu ernähren. Und ich möchte da meine Vision kurz zurechtrücken, die könnte dazu kontrastieren, halb so viel Fleisch, dafür doppelt so teuer. Das muss unbedingt sozialpolitisch flankiert werden, das steht außer Frage. Eine der zentralen Forderungen, wir haben also in den vergangenen Jahren mehrere Marktchecks zu Preisentwicklung, zu Preisspannen, im Handel gemacht und eine der zentralen Forderungen, die vielleicht auch ein Stück weit Lösungsansatz sein könnte, ist die, ich wünsche mir endlich mal, dass die Politik Wettbewerbspolitik oder Wettbewerbsrecht im Handel durchsetzt. Da ist viel bei den enormen Milliardengewinnen der Konzerne, der Energiekonzerne und der Lebensmittelkonzerne, sowohl Hersteller wie auch Handel, ist viel über Gewinninflation, über Übergewinnsteuer und ähnliche Dinge gesprochen worden und nichts getan worden. Wir fordern seit 2 Jahren sowas wie ein Preismonitoring, dass das Kartellamt endlich mal seiner Aufgabe gerecht würde und denen auf die Finger klopft, die sich bedienen. Die Gewinne der vergangenen Jahre in dieser Krise waren Rekordgewinne für ganz, ganz viele große Multis im Energie- und im Ernährungsbereich. Herzlichen Dank. Vielleicht gibt es ja auf dem Klageweg noch ein bisschen Beschleunigung. Ich weiß nicht, ob Juristen da mal eine Idee haben könnten. Und Hugo Götte, ich bin ganz gespannt, wie du uns jetzt doch sehr nah an Landwirten den Weg zeigst, die Ehrlichkeit, die Klarheit verständlich und vertrauenserweckend rüberzubringen. Also bei Ehrlichkeit haue ich noch mal einmal rein. Also Tierhaltung abschaffen oder weitgehend zu reduzieren, heißt weitgehend die bäuerlichen Höfe zu
aus der Produktion rauszubringen. Wir verlieren durch die Tierhaltung, weil die bäuerlichen Betriebe leben von der Tierhaltung. Wer sagt, er will die Tiere reduzieren auf 30%, heißt 70% Bauern werden durch diese Maßnahmen sterben. Darf ich noch mal nachfragen, wieso könnte man nicht denen vermitteln, dass sie die regionalen Ernährer, der stolzen, glücklichen Ernährer der Schulen, die das Essen brauchen, in einer vielfältigen Fruchtfolge mit Erbsen, Linsen, Lupinen, Bohnen, die seit Jahrhunderten gegessen werden, werden? Das muss doch möglich sein. Eben. Und der Sohn und die Tochter? Die ja, natürlich, essen? Natürlich können wir das über Generationen machen. Also erstmal ist sozusagen, das hat Wolfgang ja auch schon mehrfach geschrieben, der Veganismus als Ideologie sozusagen in dem Sinne, das muss jetzt... Da waren wir ja weiter. Da haben wir das ja gesagt, geht zusammen. Das ist ein Kampfangriff auf die bäuerliche Landwirtschaft. Das muss man einfach auch in der Ehrlichkeit mal so sagen. Und es gibt Beispiele. Es gibt immer Beispiele. Aber wir müssen sozusagen ja doch nur ein Stück weit, die Bauern sind ja nun auf der Straße nicht gegangen, weil es einzelne Beispiele gibt, sondern weil es in der Gesamtheit der Betriebe diese Entwicklung gibt. Und das mit den Krankenhäusern und mit den Gastronomien, das habe ich 30 Jahre gemacht. Ich könnte euch 3 Stunden erzählen, wie das läuft. Mit Krankenhäusern, mit Kindergärten, mit Schulspeisung, mit Betriebsrestaurants und so weiter und so weiter. Das ist eine außerordentlich komplizierte Geschichte. Deshalb bräuchte es ja politische Vereinfachung. Das war ja die Idee. Ne? Das ist nicht so zu vereinfachen. Das heißt, natürlich kann man was machen, indem man zum Beispiel sagt, jeder kann entscheiden, wie er will und kriegt Geld dafür. Wenn der Staat das Geld dafür gibt, dann kann man das natürlich machen. Aber in dem Moment, wo die Gemeinde, wo die Kirchengemeinde, wo die Eltern entscheiden, wie viel Geld geben wir für die Ernährung aus, bist du raus. Ich bin 20 Mal aus Verträgen rausgeflogen, weil wir als Neuland das gute Fleisch hatten. Wir hatten sie total überzeugt, aber wir waren zu teuer. House of auch einschließlich der Kirchengemeinden, der Bürgermeister, Wohlfahrtsverbände, SPD, die alle für ganz wichtig waren und so weiter. Bei Bio noch schlimmer, weil es noch teurer ist. Also von daher, ich will damit nicht sagen, das geht nicht. Nein, danke fürs Engagement, auch bei allem Frust. Aber man muss das wirklich Schritt für Schritt entwickeln und man muss da Hürden überwinden und man muss auch Werteveränderungen versuchen hinzukriegen. Damit bin ich bei dem einen Punkt, den ich noch für wichtig halte. Also Lösung, wir haben die Borchert-Kommission. Ich verstehe sie nicht, warum man die nicht umsetzt. Also wenn ich dann aus Berlin höre, das liegt daran, weil das ein CDU-Minister gewesen ist, dann denke ich, sag mal, hallo, geht's noch? Also wir haben also wirklich ein relativ konsistentes Konzept da liegen und es war geeint. Was in der heutigen Zeit, wenn ich mir die Decker-Demonstration angucke, diese Einigkeit, die wir da hatten, mit dem Bauernverband, mit dem Raiffeisenverband. Alle haben Kompromisse gemacht, auch die Bios mussten Kompromisse machen. Aber wir hatten ein Konzept und jetzt haben wir uns wieder alle auseinandergetrieben, weil die Grünen meinen, das muss man einfach mal so sagen, die FDP natürlich genauso, wir können das alles besser. Also ich habe nun wirklich... Nein, das ist Quatsch. Der Bauernverband war bei der Borchert-Kommission dabei. Ich habe mit denen diskutiert, zig Male. Und Borchert hat die wirklich damit reingeholt. Und die Grünen haben es versaut, das muss man leider so sagen. Kriegen wir denn die Bauern weg? Mit der FDP zusammen, okay. Also die Lage ist komplex. Aber das Ministerium gehört den Grünen. Und die Grünen hätten sagen können, wir haben Konzepte da liegen und wir können... Die Fehleranalyse machen wir hinterher. Wir wollen ja jetzt wissen, gut, wie kommen wir weiter. Kriegen wir die Bauern denn hinter Borchert umsetzen auf die Straße, sagen, bitte demonstriert für was Positives und setzt da wieder an? Ja, das wäre Jan Dreh, oder? Das hätten wir hinkriegen können, wenn man die Borchert-Kommission nicht so ins Ausgeschoben hätte. Also wir waren da auf einem guten Weg. Wir haben da wirklich, ich habe zig Gespräche geführt, auf die Grünen eingeredet, dass sie sich darum kümmern sollen, dass sie was machen können und so weiter und so weiter. Wir hatten eine solche Chance. Ich behaupte immer, das bin ich ja nicht alleine, der Ball lag auf dem Elfmeterpunkt, der musste nur noch eingeschossen werden. Jetzt haben wir die Situation nicht in Krisen und so weiter, alles viel komplizierter. Jetzt wird es schwierig werden.
Aber man muss auch einfach mal sagen, wenn man Chancen verpasst hat. Letztliche Sache dann jetzt noch ein Satz, weil wir haben noch drei. Ja, und wir müssen hier gleich raus und das wäre unfair den drei anderen gegenüber. Einen guten Punkt, in der uns Hoffnung gibt vielleicht noch? Einen Punkt, der Hoffnung gibt und gleichzeitig schwierig ist. Bernhard Wurlich hat es gesagt, wir haben plötzlich überraschenderweise im LEH für bestimmte Dinge, für Bio, für Tierwohlfleisch, einen Verbündeten. Den haben wir noch nie gehabt. Wir haben immer auf den draufgehauen. Alle Wir haben Satt-Demonstrationen waren gegen die. Und wir müssen heute sagen, dass wir überhaupt in den letzten 2-3 Jahren weitergekommen sind in der Frage von Tierwohl, liegt am Einzelhandel. Ich wollte es nicht wahrhaben. Umso besser. Aber man muss es einfach zugestehen. Wenn das Wachstum, was wir in den letzten 2-3 Jahren hatten, lag nur am Einzelhandel, lag nicht bei den Metzgereien, lag nicht bei den Küchen, lag nicht bei irgendjemand anders. Und das ist schwierig zu begreifen. Weil wir das nehmen war das unser an. Feind. Es gibt einen Wettbewerb im Discounter nicht nur um den Preis, das bleibt schwierig, aber auch um die Nachhaltigkeit. Und das müssen wir jetzt ausbauen. Und deshalb jetzt weiter an Jenny Schlosser. Okay, ich finde das so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen undifferenziert in der Analyse. Jetzt irgendwie pauschal auf die Grünen raufzuhauen, halte ich für... Ich glaube, das war jetzt nur auf, dass Borchert nicht im Koalitionsvertrag ja, aber, steht. Ja, okay, aber ich glaube, wir wissen, wer in der Hinsicht der Blockierer ist in der Ampelkoalition und ich finde es auch ein bisschen... undifferenziert jetzt die Ampel als die Grünen dafür verantwortlich zu machen, dass die Landwirtschaft untergeht, wenn in den Jahren davor die CDU das Ministerium innehatte und in dieser Zeit einfach auch absolut gar nichts passiert ist. Das muss man auch einfach mal so sagen und festhalten. Ich glaube, in dem ganzen Chaos, in dem wir uns jetzt befinden, ist so meine Hoffnung, dass da doch was Positives draus resultiert, nämlich dass jetzt einfach so viel Druck auf dem Kessel ist, dass geliefert werden muss, egal ob die FDP will oder nicht. Ich hoffe, dass die CDU oder die Union mitzieht, weil die einfach einen riesigen, die Verflechtung zum Bauernverband, also weil sie einfach auch Einfluss haben auf den Bauernverband und ich hoffe inständig, dass die sich kooperativ zeigen jetzt in den nächsten Verhandlungen. Ich halte den Entschließungsantrag, der eingebracht wurde von der Fraktion, für zu schwach. Da stehen Fragen drin, also das müssen eigentlich Sätze mit Ausrufezeichen sein und jetzt noch zu schreiben, wir wollen bis zum Sommer beraten und dann Ergebnisse vorlegen. Die Zeit haben wir einfach nicht mehr. Also meine Hoffnung ist einfach, dass der Druck so zunimmt, dass jetzt einfach wirklich konkrete Konzepte geliefert werden müssen und es jetzt auch mal Schluss ist mit gegenseitiger Schuldzuweisung, sondern jetzt einfach nur noch gearbeitet wird, damit wir hier weiterkommen. Ja. Vielen, vielen Dank. Jenny, ich wünsche mir, dass alle, die im Raum sind, die Einfluss haben und Leute kennen, die darauf einwirken können, die das auch tun. Das sind ja einige mit guten Kontakten. Bitte nutzen Sie das in diesem Sinne konstruktiv nach vorne. Bitte. Ja, ich versuche es kurz zu halten. Ich glaube, eins müssen wir zentral erstmal festhalten. Zentrale Angriffe auf die bäuerliche Landwirtschaft sind ganz sicher nicht der Veganismus, sondern zentrale Angriffe auf die bäuerliche Landwirtschaft ist die Klima- und Biodiversitätskrise. Zentrale Angriffe auf die bäuerliche Landwirtschaft ist die industrielle Massentierhaltung, inklusive im Wachs- und Weiche Wettbewerbsdruck. Zentrale Angriffe auf die bäuerliche Landwirtschaft ist dieser globalisierte Druck, der langsam aufgebaut wird und die verlassenen regionalen Wertschöpfungsketten und der Tod der bäuerlichen Landwirtschaft ist eine neoliberale oder neofaschistische Politik. Deswegen wünsche ich mir, dass wir gemeinsam aufstehen gegen diese Narrative, die gerade gesponnen werden. Denn treibt diese unsoziale Politik, die gerade Überhand gewinnt, die Menschen in die Hände der Rechten, dann verlieren wir alle. Und ich wünsche mir gerade im landwirtschaftlichen und gerade im bäuerlichen Umfeld, dass wir ganz klar betonen, dass wir eben jetzt nicht gegen Sozialleistungen auf die Straße gehen, dass wir nicht gegen einen höheren Mindestlohn auf die Straße gehen und dass das Sparen am einen Ende derjenigen, die ohnehin viel zu wenig haben, uns als gesamte Gesellschaft ganz sicherlich nicht weiterbringt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir gerade heute immer, immer wieder betonen müssen. Wir müssen solidarisch mit jenen zusammenstehen, die ohnehin viel zu wenig haben in unserer Gesellschaft. Und das ist auch gerade für uns, die sich im landwirtschaftlichen Bereich engagieren, gerade in diesen Zeiten der Bauernproteste
essentiell. Und das möchte ich, dass wir das mitnehmen, gerade für die Wir haben satt-Demonstration. Aber ich bin noch nicht fertig. Wir sollten diese rechten Narrative auch nicht übernehmen. Wir sollten nicht pauschal auf die Grünen oder auf die Ampel draufboxen, denn das ist letztendlich nur Wind in den Segeln der Rechten, die das gerade sehr, sehr gut für sich zu nutzen haben. Wir müssen akzeptieren, dass Probleme gewachsen sind und dass sie komplex sind. Und deswegen müssen wir in den Austausch miteinander gehen und uns freundlich und lösungsorientiert miteinander gerade jetzt während der Grünen Woche unterhalten. Wir müssen auch darüber reden, wer unsere Freunde und wer unsere Feinde in diesem Kampf sind. Und dann kann man über einen Bauernverband reden, dann kann man darüber reden, wer hier jetzt gerade für bäuerliche Interessen aufsteht und wer nicht. Und ich wünsche mir, dass wir diese Zeit, die wir jetzt hier auch gerade in Berlin zusammen haben, auch dafür nutzen, lokale Bündnisse zu schmieden und auf lokaler Ebene zu versuchen, Dinge ins Rollen zu bringen, die gerade die Bundespolitik ganz offensichtlich nicht schaffen will. Denn es wäre möglich, die Beschaffungsrichtlinien anzugehen. Es wäre ganz sicher möglich, einen Fonds aufzusetzen für die Gemeinschaftsverpflegung. Es wäre ganz sicher möglich, gutes, kompetentes Personal in die Kommunen zu schicken. Es ist alle eine Frage des Willens. Und unsere Politik ist aktuell nicht willens, das zu tun. Deswegen müssen wir es möglicherweise auch vor Ort in die Hand nehmen. Und deswegen müssen wir gute Bündnisse suchen mit unseren FreundInnen und solidarisch zusammenstehen und jetzt gerade auch dem Rechtsruck entgegenwirken. Und genau die lokalen Lösungen könnten Vertrauen schaffen bei Landwirten, die im Moment kein Vertrauen haben, dass das kommt. Und damit können wir sie nicht erreichen. Also die Beispiele dann bitte groß und bekannt machen. Stig Tanzmann bekommt das Schlusswort. Ja, ich hatte ja eingangs gesagt, unsere Vision ist die Umsetzung des Rechts auf Nahrung, weil das ist das Recht, das alle Menschen auf dieser Welt haben. Und da bin ich ganz klar, wir brauchen mehr Menschenrechte und wir brauchen eine wirklich starke menschenrechtsbasierte Politik in Deutschland. Die hatten wir aber die letzten Jahrzehnte nicht. Das muss man ganz klar sagen. Das ist nicht das, in den meisten Entscheidungen ist es nicht das Leitbild deutscher Politik gewesen. Das Leitbild deutscher Politik war immer irgendwas mit Ökonomie, Kostenführerschaft oder was auch immer. Das bedeutet, wir müssen ganz viele Dinge neu denken. Wäre ein ganz anderer Gedanke. Aber das ist ein Gedanke, der global verträglich ist und der auch global mit der Antworten auf Biodiversitätskrise, Klimakrise und anderes hat. Aber es bedeutet, wir müssen sicherlich auch viel verwaltungsrechtlich verändern. Aber das ist etwas, was wir entwickeln können. Das ist dann auch etwas, was wir solidarisch in der Welt entwickeln können. Dafür würde ich werben, das zu versuchen, da voranzugehen. Das ist spannend, das nimmt alle mit. Und wir brauchen auch Politik für die 17 Millionen Menschen. Das ist doch das Problem gerade, was wir haben, dass diese Menschen keine Stimme mehr haben, dass sich wenige oder fast keine Parteien für sie einsetzen, sondern dass man sich dann dahinstellen kann und poltern kann, das Bürgergeld muss wieder sonst irgendwas oder hier und da, anstatt zu sagen, ja, es muss aus einer anderen Perspektive umverteilt werden. Es muss in dieser Gesellschaft von oben nach unten verteilt werden und nicht immer weiter von unten oder aus anderen Ländern in die Einkommenstaschen, die schon sehr gefüllt sind. Das ist das Problem, was wir haben. Und für ganz viele Probleme, die wir hier benannt haben oder Lösungsansätze, wie die Borchert-Kommission hier diskutiert wurden oder wo sagen wir, das wäre etwas gut, ja, da fehlt das Geld. Ja, das bedeutet, vielleicht liegen die Lösungsansätze auch gar nicht im bäuerlichen oder im landwirtschaftlichen Bereich oder in der Landwirtschaftspolitik. Wir brauchen vielleicht eine andere, ja, es wurde genannt, wir brauchen ein anderes Wettbewerbsrecht, ein Wettbewerbsrecht, was wirklich seinen Namen verdient. Wir brauchen dieses Preismonitoring und die Lösungen liegen vielleicht nicht wirklich in der Landwirtschaftspolitik, sondern in anderen politischen Bereichen, wo einfach für zu viel Ungerechtigkeit gesorgt worden ist und wo nicht Grenzen aufgezeigt worden sind und damit dann endlich wieder die Gelder da sind. Und wir brauchen definitiv keine Austeritätspolitik. Das ist auch etwas, womit wir aufhören müssen, weil das können wir uns nicht leisten. Ganz, ganz herzlichen Dank, Stig Tanzmann. Wettbewerbsrecht, Ende der Schuldenbremse, soziale Fragen und Verteilungsfragen und Gerechtigkeitsfragen und Menschenrechtsfragen voran, die dann auch den Tieren am Ende hoffentlich bringen. Und die zentrale Frage, die wir alle noch haben, ist, wie vermitteln wir diese guten Ansätze an Landwirte, die sich dafür einsetzen, dass sie in der Klimakrise, in einer begrenzten Klimakrise vielleicht eine Zukunft haben. Ich glaube, auch da würde ich Sie alle bitten, nach Wegen zu suchen, wie kommen wir damit ins Gespräch, ohne, wie Sie uns ja gemahnt haben, zurückzugehen von der Idee, jetzt sagen wir erstmal gar nichts mehr, sondern wir versuchen diesen Dialog und nächste Woche haben alle Gelegenheit dazu. Ganz, ganz herzlichen Dank. Frieda, Thomas, möchtest du das Mikrofon für ein Schlusswort? Du überlegst.
herzlichen Dank, dass wir alle zusammengekommen sind zu dieser, ich glaube ja, in großer Ratlosigkeit erhitzt geführten Diskussion. Also das war jetzt nicht abgesprochen, aber da war ein kleiner Fehler in der Organisation, dass wir es nicht gemacht haben. Also wir haben es ja am Anfang gesagt, das war jetzt fast ein Experiment heute. Das war das erste Mal, dass wir eingeladen haben zu einer Diskussion vom kritischen Agrarbericht. Ich muss der Redaktion danken. Ich wusste zwar schon immer, dass wir immer die besten Autorinnen und Autoren ausgewählt haben, um kritischen Agrarbericht zu schreiben. Vielleicht, wenn man in die Texte der cleveren Leute hier vorne auf dem Podium reinguckt, findet man hier vielleicht ja doch noch ein bisschen mehr Lösungsansatz, als sie hier im Podium hingekriegt haben. Aus meiner Sicht hat das gut geklappt. Ich wusste, dass Tanja Busse hervorragend moderieren kann. Und wenn ich einen Vorschlag machen kann an den Vorstand vom Agrarbündnis, also solche Veranstaltungen machen wir wieder, selbst wenn so ein bisschen Frust in der Runde war, dass wir nicht zu den Lösungen gekommen sind. Aber deshalb machen wir das mit dem kritischen Agrarbericht ja jedes Jahr. Und irgendwann werden wir schon noch einen Schritt weiterkommen. So, herzlichen Dank in die Runde und Gutes nach Hause. Danke schön. Ja, das wäre noch ein schönes Zweigespräch gewesen.